Ja, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ihr habt es garantiert am Videotitel erkannt. Es geht um das Verschwinden von Chris Kremers und Lisann Frohn. Und oh Mann, in was für ein Kaninchenbau habe ich mich da bloß begeben? Ich dachte eigentlich, dass es so vom Rechercheaufwand sein wird wie meine anderen Videos, aber wie sehr kann man sich bloß täuschen? Und glaubt mir Leute, das Skript wurde immer länger und immer länger und irgendwann dachte ich mir, das Video wird einfach komplett den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen wie bei meiner Dyatlov-Pass-Reihe. Ich werde das versuchen in drei Teile aufzuteilen und am Ende quasi kommt einmal das komplette Video und ich schätze mal, das wird so 1,5 Stunden gehen ungefähr, Pi mal Daumen. Und ja, es wäre am besten so. Wenn ich das Video jetzt an einem Stück hochladen würde, dann würde vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer oder so leiden. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache das so. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will direkt mit dem Video loslegen, meine Lieben. Viel Spaß! Die 21-jährige Chris Kremers und die 22-jährige Lisann Frohn waren zwei niederländische Studentinnen, die am 1. April 2014 beim Wandern in Panama verschwanden. Nach einer umfangreichen Suche wurden einige Monate später Teile ihrer Leichen gefunden. Ihre Todesursache konnte nie endgültig geklärt werden. Obwohl die Behörden von einem Szenario ausgingen, in dem sie sich verlaufen hatten, konnte ein Fremdverschulden nie wirklich ausgeschlossen werden und die Umstände ihres Verschwindens haben zu zahlreichen Spekulationen geführt. Auch aufgrund dessen, dass sie eine Kamera hinterlassen haben, auf der ja sehr ominöse Fotos drauf zu sehen sind und das natürlich nochmals die Gemüter aufgeheizt hat. In diesem Video möchte ich den Fall einmal komplett von vorne bis hinten aufrollen und mal einen Gesamtüberblick über die bisherigen Ermittlungen und Erkenntnisse geben, ohne hoffentlich was zu vergessen, denn zu diesem Fall gibt es auch wieder eine schier unendliche Flut an Informationen, durch die man sich natürlich auch erstmal durcharbeiten muss. Lisann Frohn war 1,84 Meter groß, sportlich und hat gerade ihr Universitätsstudium in angewandter Psychologie abgeschlossen. Sie wurde am 24. September 1991 geboren und galt als nachdenklich, intelligent, einfühlsam und ein wenig schüchtern. Sie machte Musik von Coldplay und hat ein Tagebuch geführt und das sie auch nach Panama mitgebracht hat. Lisanns Bruder Martin hat in einer niederländischen Fernsehsendung namens Break Free Passagen aus ihrem Tagebuch vorgelesen und genau wie zum Beispiel bei meinem Video über den Dyatlov-Pass werde ich auch hier in dem Video die Passagen aus ihren Tagebüchern zitieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass das wichtige Informationen sind. Chris Kremers war das mittlere Kind mit einer Familie mit einem älteren Bruder Sjors und einem jüngeren Bruder Tien. Sie war mit 1,67 m weniger groß als ihre Freundin Lisanne. Sie hatte gerade ihr Studium der kulturellen Sozialpädagogik an der Universität Utrecht abgeschlossen und beschloss, nach ihrer Rückkehr aus Panama ein Studium der Kunstgeschichte aufzunehmen. Zuvor hatte sie in einer Psychiatrie gearbeitet und mit Menschen mit schweren Suchterkrankungen gearbeitet. Sie wurde am 9. August 1992 geboren, war lebhaft und extrovertiert, fröhlich, intelligent, spontan und offenherzig mit auffallend roten Haaren. Sie ging gerne ins Theater und hatte eine Vorliebe für Kunst. Daher hat sie sich auch für ihr Studium entschieden. Sie hatte einen Freund in den Niederlanden und führte ein Tagebuch, genau wie Lisanne. Die beiden Freundinnen haben lange für die Reise nach Panama gespart, die Teil eines Brückenjahres sein sollte, bevor sie wieder mit dem Ernst des Lebens begannen. Kennengelernt haben sich die beiden Mädchen an ihrer Arbeit im Café namens In den kleinen Hub in Amersfoort und bewohnten auch dasselbe Studentenwohnheim. Die Reise der beiden Mädchen hatte aber nicht nur einen vergnüglichen Charakter, denn die beiden wollten auch Freiwilligenarbeit in einer örtlichen Kindertagesstätte leisten und Spanisch lernen. Zu Hause in den Niederlanden sammelten sie Geld bei ihren Freunden und Verwandten, um Kinderspielzeug für die panamaischen Kinder zu kaufen, die sie unterrichten würden. Ihr geplantes Rückreisedatum war der 21. April. Am 15. März 2014 bestiegen die beiden Mädchen ein Flugzeug von Amsterdam nach Costa Rica. Sie legten einen Zwischenstopp in Houston ein, um dann von dort nach San José zu fliegen. Von dort aus fuhren sie mit dem Bus nach Bocas del Toro, Panama.
Ein Boot brachte sie auf die panamaische Insel Isla Colón im Archipel von Bocas del Toro. Die Mädchen besuchten zunächst die Küste Panamas und haben sich in Bocas del Toro amüsiert und angefangen, ein wenig Spanisch zu lernen. Sie lernten dort zwei junge Niederländer kennen, mit denen sie viel Zeit verbrachten, sowie mehrere andere junge Männer aus den unterschiedlichsten Winkeln der Erde. Kurz nach ihrer Ankunft verfasste Lisanne auch ihren ersten Tagebucheintrag. Zitat: Was für eine Reise. Zum Glück habe ich sie schon bei der Ankunft im schönen und gemütlichen Bocas del Toro fast vergessen. Ich möchte nicht tot in San José aufgefunden werden, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür in San José ziemlich hoch ist. Aber ich könnte für den Rest meines Lebens in Bocas leben. Vielleicht, wenn ich einmal in Rente gehe. Ich sitze in der Sonne, die ich übrigens nicht mehr lange aushalte, heiß, und schaue mir meine neue Unterkunft für die nächsten 2 Wochen genau an. Die Hitze ist übrigens schon sehr speziell. Selbst im Schatten habe ich das Gefühl, dass ich bei lebendigem Leibe verbrennen kann. Aber trotzdem ist die Sonne eigentlich ganz angenehm. Wie intensiv sie einen Menschen glücklich machen kann. Kätzchen, streunende Katzen. Ja, die sind hier Stammgäste. Sie laufen überall herum, wie Mini-Salamander, sogar unter der Dusche. Wenn sie es schaffen, mir die Spinnen vom Leib zu halten, könnten sie tatsächlich meine besten Freunde werden. Zitat Ende. Chris verfasste ebenfalls einen Tagebucheintrag über ihre Reise nach Bocas del Toro. Zitat: Die Busreise war schon ein Abenteuer für sich. Die Busfahrt selbst verlief gut, aber zuerst mussten wir mit dem Taxi durch San José rasen, weil wir kein Bargeld dabei hatten. Als wir in Sihaloa ausstiegen, waren wir und 2 Einheimische die einzigen, die noch übrig waren. Wir mussten selbst herausfinden, wie wir zur Grenze kamen. Der Busfahrer sprach nur Spanisch. Wir wurden in eine Richtung geschickt und mit unseren Rucksäcken fielen wir unter den Einheimischen wirklich auf. Wir kamen an der Grenze an, die aus einer alten Brücke bestand. Es war sehr bizarr, die Grenze auf diese Weise zu überqueren. Auf der anderen Seite kamen wir an einem Gebäude an, in dem wir Geld für einen Aufkleber im Reisepass bezahlen mussten. Ich glaube, wir wurden betrogen. Als wir an dieser echten Einwanderungsstelle standen, kam ein Mann auf uns zu und fragte, ob wir nach Bocas müssten. Wir waren ein bisschen misstrauisch, weil wir nicht genau wussten, ob wir ihm trauen könnten. Alle Leute hatten es sehr eilig, weil sie dachten, wir würden das letzte Boot nicht mehr erwischen. Aus diesem Grund beschlossen wir, einfach ins Auto zu springen und auf ein Happy End zu hoffen. Und es kam. Nach einer höllischen Fahrt, bei der der Fahrer so schnell fuhr, dass ich mich nicht einmal traute, hinzusehen, kamen wir in einer kleinen Anlegestelle für das Boot nach Bocas an. Nach etwa einer halben Stunde kamen wir endlich an. Zitat Ende. 2 Wochen später, am 29. März, kamen die beiden endlich in Boquete an, einer Stadt nahe der Westgrenze des Landes mit rund 19.000 Einwohnern, und bekamen prompt eine schlechte Nachricht. Die Angestellten der Kindertagesstätte teilten ihnen mit, dass sie in dieser Woche nicht wie geplant dort arbeiten könnten. Die Leiterin der Kindertagesstätte hatte anderweitig zu tun und sie hatten trotz vorheriger Absprachen weder Zeit noch Platz für die beiden Mädchen. Die Schulleiterin beklagte sich später auch, dass sie die Mädchen kaum verstehen konnte, da sie kaum bis gar kein Spanisch sprachen. Die Leiterin gab ihnen aber trotzdem zu verstehen, dass sie dort nicht mehr gebraucht werden. Chris und Lisanne wurden weggeschickt und vor allem Lisanne nahm diesen Rückschlag nicht gut auf, da sie zu Hause mit Hilfe des Reisebüros alles akribisch geplant hatten. Hans Kremers, Chris' Vater, erzählte in einer niederländischen Talkshow, dass die Mitarbeiter der Spanischsprachschule in Boquete, die bei der Organisation der Freiwilligenarbeit geholfen hatten, sogar am Freitag, also 3 Tage vor dem geplanten Beginn der Freiwilligenarbeit, eine E-Mail geschickt hatten, in der sie noch einmal alles bestätigten. Lisanne schrieb ihren Eltern an diesem Tag eine SMS. Zitat: Wir sind weggeschickt worden. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Zitat Ende. Ein paar Stunden später schrieb Lisanne ihrer Mutter Dini, dass sie versuchen würden, einen anderen Ort für die Freiwilligenarbeit zu finden. In der Zwischenzeit wohnten die Mädchen 4 Wochen lang bei einer einheimischen Gastfamilie in Alto Boquete, das südlich von Boquete liegt. Miriam Guerra beherbergt häufig internationale Studenten und hatte für die Mädchen ein Zimmer im Haupthaus. Miriam beschrieb die Mädchen als intelligent und schüchtern. In einem Interview für die Lokalzeitung erklärte sie auch, dass die Mädchen unruhig waren. Sie sagte, dass Chris am ersten Abend im Schlafzimmer dem Mädchen ein Buch las,
während Lisanne Miriam im Wohnzimmer Gesellschaft leistete. Obwohl Lisanne nicht sehr gut Spanisch sprach, gelang es ihr, Miriam zu erklären, dass sie noch nicht wussten, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen sollten. Miriam schlug ihnen vor, die örtliche Schule Casa Esperanza vor, die nur mittlere Spanischkenntnisse verlangte. Casa Esperanza bot eine ähnliche Art von Freiwilligenarbeit an, aber die Mädchen sagten ihr, dass sie es dort bereits vergeblich versucht hätten. Miriam erinnerte sich gegenüber einer niederländischen Zeitung auch daran, dass Lisanne viel gehustet habe, da sie Asthmatikerin sei. Es ist aber nicht bestätigt, ob sie wirklich an Asthma litt oder einfach nur eine gewöhnliche Erkältung hatte. An diesem Tag machte Lisanne einen Tagebucheintrag. Zitat aus dem Tagebucheintrag von Lisanne vom 29. März 2014. Ich sitze hier und habe Tränen in den Augen, die mir über die Wangen kullern. Der Blick auf die Berge ist wunderschön, das Haus ist geräumig und die Familie ist freundlich. Ich bin sogar mit Chris hier, die mir so vertraut ist, aber trotzdem möchte ich nach Hause gehen. 2 Wochen lang hatte ich keine Probleme und plötzlich bin ich völlig verrückt geworden. Die Umstellung von 2 Wochen lebhaftem Urlaub auf das Leben in einer echten panamaischen Familie ist einfach zu viel für mich. Ich kann mich nicht verständlich machen und das ist das echte Leben, kein Urlaub mehr. Ich war viel zu naiv zu glauben, dass ich damit umgehen kann. Denn das ist genau die Art von Situation, mit der ich einfach nicht umgehen kann. Nicht einmal jetzt, wo ich 22 bin und allein lebe. Das wächst mir über den Kopf. Ich möchte, dass Mama und Papa mich festhalten und mir sagen, dass alles gut wird. Aber ich kann sie nicht wissen lassen, wie ich mich jetzt fühle, weil ich nicht will, dass sie sich Sorgen machen. Gerade weil ich 22 bin, denke ich, dass ich das selbst lösen muss. Trotzdem fühle ich mich jetzt wie ein kleines Kind von 2 Jahren, das nach seiner Mutter schreit, die 2 Meter entfernt ist. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem hingegangen. Ich dachte, ich sollte das schaffen, die letzte Prüfung, bevor ich wirklich mit mir zufrieden sein kann. Bis jetzt habe ich schlecht abgeschnitten. Scheiße. Zitat Ende. Miriam erinnerte sich, dass Lisanne sich nicht besonders wohl fühlte und auch Halsschmerzen hatte. Miriam glaubte nicht, dass sie am nächsten Tag freiwillig eine sehr lange Wanderung unternehmen würden. Aber die Mädchen beschlossen schließlich doch, die Gegend in den nächsten Tagen zu erkunden. Miriam brachte ihnen am Sonntag, dem 30. März, ihren 2. Tag in Phuket, das Frühstück auf ihr Zimmer und erfuhr, dass die Mädchen vorhatten, Phuket zu Fuß zu erkunden, um mehr über den Ort zu erfahren. Auch Lisannes Laune besserte sich, was sie mit einem kurzen Eintrag in ihr Tagebuch niederschrieb. Zitat: Okay, die Tränen sind weg, aber es ist immer noch seltsam. Ich fühle mich immer noch wie ein kleiner Eindringling in dieser Familie. Leckerer French Toast zum Frühstück. Am Nachmittag haben wir Phuket erkundet, was sehr schön war. Was für ein großer Unterschied zu Bocas. Hier ist es windig und überall um einen herum gibt es Berge. Wunderschön. Für 60 Cent kann man hier fast überall hinfahren. Am Nachmittag sind wir auch noch zur Schule gegangen, um uns ein paar Exkursionen anzuschauen. Das wird schon klappen. Wir essen hier übrigens hauptsächlich Reis. Morgen ist unser 1. Tag in Aura. Aufregend. Zitat Ende. Die Mädchen hatten geplant, für ihre gesamte nächste Woche vom 2. April beginnend alle möglichen Besichtigungstouren zu machen, und zwar mit Hilfe der Mitarbeiter der örtlichen Sprachschule, die sie besucht haben, nämlich Spanish by the River. Diese von Niederländern geführte Sprachschule hat mehrere Standorte, darunter einen in Bocas del Toro, genannt Spanish by the Sea, und einen in der Nähe von Phuket, genannt Spanish by the River. Dieser Standort befand sich nur wenige Häuser von Miriams Wohnung in Alto Phuket entfernt, und Chris und Lisanne schauten dort öfters vorbei, auch um die Computer und natürlich das WLAN zu nutzen. Da die Mädchen für die erste Aprilwoche keinen Ersatz für ihre Freiwilligenarbeit fanden, interessierten sie sich für Tagesausflüge in der Umgebung, wie zum Beispiel die Besteigung des örtlichen Vulkans und den Besuch einer örtlichen Kaffeeplantage und einer Erdbeerfarm. Am Dienstag, den 1. April 2014, begaben sie sich auf eine Wanderung auf dem Pianista Trail, einem bekannten Wanderweg, der zu einem Gipfel in etwa 8 Kilometer Entfernung von Phuket führt und dabei durch bewölkte Wälder und Wiesen führt. Die Mädchen schrieben vor der Wanderung auf Facebook, dass sie vorhatten, Phuket herumzuwandern. Außerdem schickten sie laut Lisannes Mutter eine SMS an Chris' Freund Stefan,
um ihm mitzuteilen, dass sie am Dienstag wandern gehen würden. Ein Taxi soll sie abgeholt und zum Anfangspunkt des Wanderwegs gebracht haben, der etwa 9 Kilometer nördlich der Spanischschule und des Hauses ihrer Gastfamilie liegt. Und hier bekommen wir schon die ersten widersprüchlichen Informationen. Der Taxifahrer gab an, sie am Nachmittag um 13.40 Uhr abgesetzt zu haben, und zwei Mitarbeiter der Sprachschule bestätigten damals, dass sie die Mädchen kurz nach 13 Uhr dort weggehen sahen. Die Uhr auf der Digitalkamera deutete jedoch darauf hin, dass Chris und Lisanne ihre Wanderung tatsächlich gegen 11 Uhr morgens begonnen haben. Nach Angaben ihres Vaters und ihres Freundes hatte Chris gegen 14 Uhr an diesem Tag zum ersten Mal Kontakt mit Stefan, und zwar per Telefon. Lisanne und Chris trugen an diesem Tag leichte Kleidung, Shorts und einen Tanktop, und hatten außer einem leichten Rucksack, etwas Geld, ihren Mobiltelefon, einer separaten Digitalkamera, einer Wasserflasche und höchstwahrscheinlich etwas zu essen oder zu knabbern dabei, obwohl keine Verpackungen von irgendetwas außer kleinen Süßigkeiten gefunden wurden und Lisannes Bruder später sagte, er glaube nicht, dass sie überhaupt etwas zu essen dabei hatten. Sie waren also nur für einen kurzen Ausflug vorbereitet. Die Anwohner in der Nähe vom Startpunkt des Wegs erklärten später gegenüber einem niederländischen Journalisten, dass sie die Mädchen davor gewarnt hätten, alleine dort hinaufzugehen, und dass ihnen dies auch bei einem Einführungsgespräch von einem Mitarbeiter der Schule ausdrücklich gesagt worden sei. Es wird oft berichtet, dass die Mädchen einen Hund, der dem Besitzer des Restaurants Il Pianista gehörte, mit auf die Wanderung nahm. Der Name des Hundes war Azul, was zu Deutsch einfach nur blau bedeutet. Der Hund ist relativ bekannt und begleitete schon viele Touristen auf dem Weg nach oben. Es gibt einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Mädchen den Hund mitgenommen haben. Aber leider wissen wir nicht genau, wie diese Zeugenaussagen entstanden sind. Sie sind tendenziell unzuverlässig, da Zeugen unterschiedliche Zeiten angaben, als die Mädchen losgelaufen sind. Auch die Tatsache, dass der Hund auf keinem der Fotos zu sehen ist, macht es irgendwie unwahrscheinlich, dass der Hund sie begleitet hat. Es könnte sich um eine Verwechslung durch den Restaurantbesitzer oder andere Zeugen handeln. Als die Gastfamilie festgestellt hat, dass ihre Gäste am Abend nicht zurückgekommen waren, haben sie die Umgebung ihres Hauses abgesucht, aber keine Spur der Mädchen gefunden. Die Gastfamilie beschloss, im Zweifelsfall bis zum Morgen zu warten, um ihre Suche fortzusetzen. Ein fataler Fehler. In einem anderen Interview sagte die Gastmutter jedoch, dass sie sich einfach nicht bewusst war, dass die Mädchen am Mittwochmorgen nicht zu Hause waren, und sagte, sie habe ihnen Frühstück gemacht, bevor sie zur Arbeit ging, weil sie dachte, sie würden ausschlafen. Angeblich waren Chris und Lisanne am nächsten Tag, dem 2. April um 8 Uhr morgens, mit einem örtlichen Fremdenführer zu einem privaten Rundgang verabredet, aber sie erschienen nicht zu diesem Termin. Zu diesem Zeitpunkt ging der Fremdenführer los, um die Mädchen im Haus der nahegelegenen Gastfamilie zu suchen, und später am Tag nahm er und ein Mitarbeiter der Sprachschule Kontakt zu den Behörden und den Familien der Mädchen auf. Am nächsten Morgen, dem 3. April, haben die Behörden den Wald aus der Luft und mit Hilfe der Bewohner am Boden abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Die Familien von Chris und Lisanne hatten seit dem 1. April nichts mehr von ihren Töchtern gehört. Vor diesem Datum hatten die Mädchen ihre Eltern regelmäßig kontaktiert und sie durch Anrufe, WhatsApp-Nachrichten, SMS und Skype auf dem Laufenden gehalten. Chris hatte zuletzt eine SMS an ihren Freund Stefan geschickt, in der sie mitteilte, dass sie am Dienstag wandern gehen würden. Chris' Mutter hatte ihr am Mittwoch eine Nachricht geschickt, die jedoch unbeantwortet geblieben war. Normalerweise antwortete Chris schnell, meistens innerhalb einer Stunde. Aber jetzt blieb sie stumm. Hans Kremers, der Vater von Chris, sagte, dass sie Chris am 2. April eine weitere Nachricht schickten, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei und ob sie sich melden könne. Aber sie hörten wieder nichts. Hans Kremers charakterisiert seine Tochter und ihre Freundin als verantwortungsbewusste, bodenständige Mädchen, die nicht leichtsinnig waren. Wenn sie von ihren Plänen abwichen, ließen sie es ihre Eltern immer wissen, und er beschrieb sie als seriös und pünktlich. Lisannes Mutter erzählte in einem Talkshow-Interview, dass, nachdem die Mädchen am Montag, den 31. März, erfahren hatten, dass sie ihre Zeit in Bukett auffüllen mussten, weil sie bei ihrer freiwilligen Arbeit an der Kindertagesstätte nicht mehr gebraucht wurde, Lisanne ihrer Mutter eine letzte WhatsApp-Nachricht geschickt hatte, in der sie sagte, dass sie eine Masseurin besuchen würden.
Die Masseurin hieß Sigrid und war eine Holländerin. Die Massage fand in Sigrids Haus in Bukett statt. Lisans Vater Peter hat im Fernsehen gesagt, dass das Paar nicht einfach für die Nacht ausgegangen wäre, ohne ihre Eltern zu Hause darüber zu informieren. Die beiden waren also verantwortungsvolle junge Frauen. Nichtsdestotrotz wussten die beiden natürlich, wie man als junger Mensch das Leben genießt. In Bocas del Toro genossen sie ungehindert die üblichen bevorzugten Freizeitgewohnheiten junger Leute. Trinken, tanzen und andere junge Leute treffen. Als die Eltern bis zum 6. April immer noch nichts gehört hatten, bestieg ein Elternteil der Mädchen zusammen mit Polizisten aus den Niederlanden ein Flugzeug. Gemeinsam durchsuchten Polizei, Hundestaffeln und die niederländischen Ermittler 10 Tage lang die Wälder. Die Eltern von Chris und Lisanne setzten bald darauf eine Belohnung von 30.000 US-Dollar aus, aber auch das brachte keine neuen Informationen. Wochen und Monate lang hörte und sah man nichts von den Mädchen. Dann fand am 11. Juni eine Frau namens Irma Mirando Lisans blauen Rucksack und von da an wurde es um das Verschwinden der beiden Mädchen nur noch verwirrender. Der Rucksack wurde am 13. Juni der Polizei übergeben. Irma und ihr Mann Luis fanden es in der Nähe eines Reisfeldes, eingeklemmt zwischen einem Felsen am Ufer des Flusses Culebre in der Nähe des Dorfes Alto Romero. Mitarbeiter des Justizministeriums holten den Rucksack am nächsten Tag mit einem Hubschrauber ab. In den Medien wurde der Rucksack zunächst sauber und trocken beschrieben mit trockenem Inhalt. Das kann man auf diesem Foto des Rucksacks sehen. Aus den polizeilichen Unterlagen weiß man jedoch, dass der Sack tatsächlich etwas Schmutz enthielt, sowie etwas gelblich-braunen Lehm an den Enden der Riemen des Rucksacks und einige Pflanzenteile und loser Sand im Inneren des Rucksacks. Die Geldscheine im Inneren des Rucksacks waren trocken und nicht zersetzt. Die Metallteile der BHs waren nicht verrostet und die Kamera funktionierte noch. Die Polizei geht aber trotzdem davon aus, dass der Rucksack durch den Fluss an die Stelle getrieben wurde. In den Wochen zuvor hatte es stark geregnet und einige Leute sind der Meinung, dass der Rucksack nicht so aussah, als hätte er wochenlang in einem nassen, schlammigen Dschungel am Fluss verbracht und um die 72 Tage in einem sehr feuchten Regenwald überstanden. Wie kann nach all der Zeit, die der Rucksack im Freien verbracht haben soll, immer noch die Kamera funktionieren? Es sei denn, jemand hat den Rucksack absichtlich dort platziert, damit es so aussieht, dass er dort schon seit einer Weile liegt. Ein örtlicher Ermittler namens Martin Ferrara O'Donnell äußerte später ebenfalls Zweifel an einigen Details der Aussagen von Irma und Luis. Bezüglich des Fundortes des Rucksacks kursierten verschiedene Geschichten. Der Rucksack wurde entweder in einem Reisfeld oder mitten im Fluss unter Felsen gefunden. Irma und Luis haben sich in ihren Aussagen zum Fundort des Rucksacks widersprochen und erklärten außerdem beide gegenüber der Polizei, dass sie zum ersten Mal in diesem Reisfeld waren. Kann das Sinn ergeben? Warum sie zum allerersten Mal in diesem Reisfeld waren und was sie dort gemacht haben, ist nicht bekannt. Und dann ist da noch der Anruf, den die Polizei von Bukett am nächsten Morgen erhielt und der sie über den Fund des Rucksacks informiert hatte. Es waren nicht Luis oder Irma, die anriefen, sondern ein Mann namens Domingo González. Er ist der Bruder des Fremdenführers F. Domingo, der auch ein Viehzüchter ist. Irma und Luis waren Angestellte von ihm und seiner Familie, die in der Region Alto Romero Land besitzen und mehrere Dorfbewohner beschäftigen. Vielleicht wollte F. Domingo nicht, dass man alle Details über den Rucksack erfährt, weil er negative Publicity fürchtete. Deswegen könnte er auch bei der Polizei angerufen haben, nachdem man alles arrangiert hat. Im Polizeibericht werden auch mehrere Details aus der gerichtsmedizinischen Analyse des Rucksacks erwähnt. Die Befestigung von einem der Riemen hatte sich teilweise gelöst, die Kunststoffverschlüsse wiesen tiefe Kratzer auf, der Stoff des Rucksacks wies an verschiedenen Stellen Verfärbungen auf und an der oberen rechten Ecke fehlte ein rechteckiges Stück des Stoffes. In unmittelbarer Nähe befand sich ein gerader Riss im Stoff der Tasche. Es wurde festgestellt, dass er durch eine scharfe Kante verursacht worden war. Die genaue Art der Kante konnte aber nicht ermittelt werden. Diese Beschädigungen können aber auch einfach nur durch Abnutzung entstanden sein oder weil der Rucksack durch den Fluss trieb,
Was dann aber wiederum seltsam ist, da die Digitalkamera noch funktionsfähig war. Meiner Meinung nach ist das nicht mit dem Treiben in einem Fluss vereinbar. Dann aber wiederum gibt es die Aussage eines Einwohners von Alto Romero, genannt Guide Tony, der dabei war, als die Polizei mit dem Hubschrauber nach Alto Romero kam und den Rucksack öffnete. Er sagte aus, dass er den Rucksack gesehen habe und dass er trotz der Nässe in einem ziemlich guten Zustand gewesen sei nach 10 Wochen in einem Dschungel. Er war zwar beschädigt, aber intakt. Er erwähnte auch, dass er gesehen habe, wie die Handys und das Geld und die anderen Sachen aus Plastiktüten genommen wurden. Wenn seine Aussage stimmt und sie ihre Sachen in den Rucksack nochmals in Plastiktüten gepackt haben, dann kann es natürlich möglich sein, dass die Sachen im Rucksack kaum beschädigt waren und die Kamera noch funktionierte. Insgesamt wurden am Rucksack 13 DNA-Abstriche gemacht. Von den 13 Abstrichen enthielten am Ende nur 3 Abstriche verwertbare DNA-Proben. Keine dieser 3 Proben stimmte mit der DNA von Lisanne und Chris überein. Und man stellte fest, dass die DNA von mindestens 2 Frauen und einem Mann stammen muss. Da die örtliche Polizei die DNA von Personen, die an den Untersuchungen und dem Fund des Rucksacks beteiligt waren, nicht geprüft hat, konnte die Polizei auch nicht überprüfen, ob diese Abdrücke von Personen aus den Suchteams stammen oder nicht. Nicht einmal die DNA des Paares, das den Rucksack gefunden hatte, wurde erfasst und verglichen. Lokale Zeitungen berichteten, dass die Leiterin des Falles diesen Spuren nie wirklich nachgegangen ist. Die niederländischen Gerichtsmediziner konnten auf der Kamera und dem Telefon keine DNA-Spuren und keine verwertbaren Fingerabdrücke nachweisen. Die Handys und die Kamera, die im Rucksack waren, wären eigentlich Themen, die man in einem separaten Video behandeln könnte, einfach weil es so unfassbar viele Informationen darüber gibt, die auch wirklich extrem ins Detail gehen. Ich werde natürlich versuchen, alles hier in diesem Video zu erwähnen, aber ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich nicht allzu tief ins Detail gehen kann. Wer sich aber trotzdem für wirklich sehr technische Details interessiert, dem packe ich ein paar Links in die Infobox. Fangen wir mit den Handys an. Anhand der Daten auf dem Handy kann man Rückschlüsse ziehen, dass die beiden Mädels wohl sehr früh auf ihrer Wanderung in Schwierigkeiten geraten sind. Die Ermittler konnten die Daten beider Handys auslesen und auswerten. Diese Daten wurden in forensischen Berichten des Niederländischen Instituts für Rechtsmedizin veröffentlicht und vom Anwalt der Familie Kremers bestätigt. Die Telefondaten vermitteln einem das Bild, dass die beiden in einer äußerst prekären Lage waren, dass sie immer wieder versucht haben, den Notdienst anzurufen. Am 1. April, dem Tag ihres Verschwindens, wurde um 16.39 Uhr, zu einer Tageszeit, in der es noch hell war, zum ersten Mal die internationale Notrufnummer 112 von Chris' iPhone gewählt, die aber nicht durchkam, da sie keinen Empfang hatten. Etwa 10 Minuten später, um 16.51 Uhr, wurde ein zweiter Versuch unternommen, diesmal von Lisanns Samsung Galaxy. Dann wurden die Telefone ausgeschaltet, und zwar um oder kurz nach 17.52 Uhr, sowohl das iPhone als auch das Samsung Galaxy. Es dauerte 14 Stunden, bis ein weiterer Versuch unternommen werden konnte, den Notdienst anzurufen. Am zweiten Tag ihres Verschwindens, am Mittwoch, dem 2. April, wurden 3 Anrufversuche um 6.58 Uhr, 8.14 Uhr und 10.53 Uhr unternommen, jeweils von beiden Handys. Um 13.50 Uhr war das Samsung Galaxy einmal kurz ein- und dann wieder ausgeschaltet, eventuell um zu checken, ob Empfang vorhanden ist, und dann wieder ausgeschaltet, um Akku zu sparen. Um 16.19 Uhr wurde das Samsung Galaxy wieder eingeschaltet und bis zum 3. April angelassen. Der 2. April war auch der einzige Tag, an dem einer der Anrufe um 13.50 Uhr angeblich eine kurze Verbindung herstellte. Hier haben wir aber wieder widersprüchliche Aussagen. In den offiziellen Ermittlungsakten wird nicht erwähnt, dass Lisanns Samsung Galaxy eine Verbindung mit der Nummer 112 für 1 bis 2 Sekunden herstellen konnte. Jedoch hat eine lokale panamaische Zeitung ein durchgesickertes Telefonprotokoll veröffentlicht, auf dem ersichtlich war, dass sie eine Verbindung hatten. Ob sie nun eine Verbindung herstellen konnten,
kann man nicht mit endgültiger Gewissheit sagen. Nach dieser angeblichen Verbindung wurde das Telefon wieder ausgeschaltet. Wenn das stimmt, ist nicht klar, warum der Anruf unterbrochen wurde. Entweder, weil die Verbindung zu schlecht war oder möglicherweise, weil die Verbindung von jemandem abgebrochen wurde, der das Telefon danach auch wieder ausschaltete. Am dritten Tag ihres Verschwindens, am Donnerstag, den 3. April, war das Samsung Galaxy von Lisanne die ganze Nacht über eingeschaltet. Zwischen 2.21 Uhr und 2.41 Uhr wurde eine Wetter-App auf dem Samsung Galaxy verwendet. Um 2.41 Uhr wurden dann Apps des Android-Betriebssystems verwendet, aber es ist nicht bekannt, welches waren. Um 7.36 Uhr hatte das Samsung-Handy nur noch etwa 1% Akku und wurde ausgeschaltet. Um 9.32 Uhr wurde das iPhone eingeschaltet und um 9.33 Uhr wurde zweimal der Notruf gewählt. Dann wurde das iPhone ausgeschaltet. Um 11.47 Uhr wurde das iPhone eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet. Um 5.59 Uhr wurde das iPhone eingeschaltet und ein Kontakt namens Mythiam auf WhatsApp gesucht. Dann wurde das Telefon ausgeschaltet. Am vierten Tag wurde das Samsung um 4.50 Uhr ein- und ausgeschaltet. Um 5 Uhr morgens wurde das Samsung erneut ein- und ausgeschaltet. Der Akku des Samsung-Handy von Lisanne war jetzt auf 0%. Um 10.16 Uhr wurde das iPhone ein- und ausgeschaltet. Um 13.42 Uhr wurde das iPhone erneut ein- und ausgeschaltet. Am fünften Tag wurde das iPhone um 10.50 Uhr ein- und ausgeschaltet. Und hier kamen einige interessante Details ans Licht. Und dies war das letzte Mal, dass die SIM-PIN korrekt eingegeben wurde. Ab dem fünften Tag wurde entweder der falsche SIM-PIN eingegeben oder es wurde gar keine eingegeben. Bis zu dem Zeitpunkt wurde jedes Mal der SIM-PIN und der Anmelde-PIN des Handys richtig eingegeben. Um den Empfang zu prüfen, reicht es, wenn man nur den SIM-PIN eingibt. Bei falscher Eingabe wird das Telefon schließlich gesperrt. Um 13.37 Uhr wurde das iPhone ein- und ausgeschaltet, aber der SIM-PIN wurde entweder nicht oder nicht korrekt eingegeben. Was sagt uns das? Entweder war Chris aus welchen Gründen auch immer nicht mehr fähig, den korrekten SIM-PIN einzugeben, oder es hat sich jemand anders versucht, in ihr Handy einzuloggen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine unbekannte dritte Person handeln, sondern um Lisanne, die versucht hat, sich in das Handy von Chris einzuloggen, weil Chris es nicht mehr konnte und weil das Samsung Galaxy leer war. Um 13.14 Uhr desselben Tages wurde eine Protokolldatei auf dem Samsung erstellt, was nur möglich ist, wenn das Telefon mit Strom versorgt wird. Das Samsung schaltete sich jedoch nicht ein und der Akku hatte wahrscheinlich gerade genug Strom, um den Bootvorgang des Telefons zu starten, bevor es sich ausschaltete. Am sechsten Tag wurde das iPhone zweimal ein- und ausgeschaltet, ohne dass der korrekte SIM-PIN eingegeben wurde. Am 7., 8. und 9. Tag konnte keine Aktivität der beiden Telefone festgestellt werden. Und das, obwohl in der Nacht des 8. April etwa 90 Fotos von jemandem mit der Digitalkamera gemacht wurden. Ich muss ehrlich sagen, dass ich, als ich mir diese Telefonaktivitäten von beiden angeschaut habe, irgendwie mich ein wenig unbehaglich gefühlt habe, weil man anhand dieser Anrufe fast schon fühlen konnte, in was für einer dramatischen Lage die beiden sich befunden haben. Am 11. Tag, dem 11. April, wurde das iPhone von Chris um 10.51 Uhr plötzlich wieder eingeschaltet und blieb eine Stunde und 4 Minuten lang eingeschaltet. Danach wurde das Telefon ausgeschaltet mit einer verbleibenden Akkuleistung von 22%. Das war das letzte Mal, dass das Handy benutzt wurde. Von den Ermittlern wurde behauptet, dass ein zweiter Akku für das Samsung-Handy von Lisanne im Rucksack gefunden wurde. Aber der örtliche Polizist, der eine erste schriftliche Bestandsaufnahme des Rucksacks und seinem Inhalt vornahm, gleich nachdem er um 13. Juni herum gefunden wurde, hat diese Information nicht aufgeschrieben. Es wurde kein zweiter Akku gemeldet, auch nicht vom niederländischen Nationalen Forensischen Institut, und nirgendwo in den Telefonprotokollen steht, dass Lisanne ihren Akku durch einen zweiten ersetzt hat.
Es wurden auch keine gesendeten Textnachrichten in ihren Telefonen gefunden und auch keine Abschiedsbotschaften in irgendeiner Form, was von den niederländischen Ermittlern und den Eltern bestätigt wurde. Es ist auch ein Gerücht im Umlauf, dass die Mädchen noch versucht haben, Nachrichten an ihre Familie abzusenden, was aber erfunden ist. Die Ermittler, die die Telefone und die Fallakten überprüft haben, sowie die Eltern und ihre Vertreter haben alle und immer bestätigt, dass keine Textnachrichten gefunden, verfasst oder versucht wurden, von Chris und Lisanne geschrieben oder gesendet zu werden. Das nächste große Beweisstück, das aus dem Rucksack geborgen wurde, ist eine Digitalkamera. Die Kamera wurde in einem schlechten Zustand gefunden, auch wenn im Internet teils widersprüchliche Angaben sind. Und die Forensiker konnten mit Mühe und Not die SD-Karte aus dieser Kamera auslesen. Die Ermittler konnten rund 133 aufeinanderfolgende Fotos sichten, von denen bis heute nicht alle veröffentlicht worden sind. Leider verfügte die Kamera über keine GPS-Ortung, sodass die Ermittler den Standort der Fotos nur anhand der sichtbaren Umgebung bestimmen oder teilweise sogar erraten konnten. Ich werde hier natürlich nicht alle Fotos zeigen. Wer sie aber alle sehen möchte, dem packe ich natürlich einen Link in die Videobeschreibung. Die Fotos werden im System der Kamera mit dem Kürzel IMG, was für Image steht, und dahinter dann eine Zahl, zum Beispiel IMG-100 oder so ähnlich, geführt. Die Qualität vieler Fotos lässt leider zu wünschen übrig. Der Grund dafür ist einfach, dass die meisten Fotos nie offiziell in ihrem Originalformat von der Familie freigegeben wurden, sondern von der Presse oder von Insidern veröffentlicht bzw. an diese weitergegeben wurden. Und dadurch, dass die Fotos natürlich zahlreich kopiert und weiterverbreitet wurden, leidet irgendwann die Bildqualität darunter. Die Fotos gliedern sich grob in die, die am 1. April gemacht wurden, und die nächtlichen Fotos, die am 8. April gemacht wurden, auf die ich natürlich auch eingehen werde. Das erste Foto, das am 1. April, also an dem Tag ihres Verschwindens, gemacht wurde, wurde intern in der Kamera als IMG 476 gespeichert und das letzte am gleichen Tag mit IMG 508. Insgesamt wurden am 1. April 34 Fotos gemacht. Die ersten Fotos zeigten die Mädchen am 1. April in guter Stimmung und bestätigten, dass die Frauen den Pianista Trail genommen und in die Wildnis gewandert waren, nur Stunden bevor sie begonnen hatten, den Notruf zu wehren. Auf den ersten Fotos kann man erkennen, wie sie den Pfad zum Gipfel hinaufgehen, und man sieht auch die Landschaft um den Ausgangspunkt der Route. Im Prinzip dokumentierten sie mit den Fotos ihren Aufstieg zum Gipfel, und auf einigen Fotos sind hin und wieder ein paar interessante Dinge zu sehen, wie zum Beispiel auf diesem Foto. Es zeigt Chris mit einem ernsten Gesichtsausdruck, wie sie zwei Wasserflaschen vor sich hält. Dieses Bild wurde kurz vor dem Gipfel aufgenommen, um 12.03 Uhr. Die nächste Reihe von Fotos auf der Kamera der Mädchen zeigte, dass sie auf dem Gipfel der sogenannten Kontinentalscheide waren. Die kontinentale Wasserscheide ist eine lange Reihe von Gebirgszügen, die sich von Südamerika bis nach Nordamerika erstrecken. Von diesem Aussichtspunkt aus kann man an klaren Tagen sowohl den Pazifischen Ozean als auch das Karibische Meer sehen. Es ist hier nicht selten windig und die hohe Bergkette fängt oft Wolken ein und hält sie auch fest. Im Prinzip verbindet die Kontinentalscheide die Rocky Mountains mit den Anden. An dem Tag hatten die Mädels aber Glück und es war ein wolkenfreier Himmel mit viel Sonnenschein auf den Fotos zu sehen. Das ist nicht ganz unwichtig. Ermittler konnten nämlich anhand des Sonnenstandes feststellen, dass die Fotos um etwa 13 Uhr aufgenommen wurden. Diese Zeitangaben kollidieren jedoch mit den Angaben mehrerer Zeugen, die die Mädchen gegen 14 Uhr am Beginn des Pianista Trails gesehen haben. Normalerweise kehren die Wanderer an diesen Aussichtspunkt am oberen Ende des Pianista Trails um, um denselben Weg zurück nach Bouquet zu gehen. Nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne wurden oben am Gipfel Schilder aufgestellt, die die Leute davor warnen, ohne einen Führer weiterzugehen, da man sich in diesem Gelände extrem schnell verlaufen kann. Doch da gibt es noch etwas, was die Touristen trotz der Warnung dazu bringt, einfach weiterzugehen. Nämlich ein kleiner Wasserfall, eine Art Geheimtipp unter Touristen.
Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen zu ihrer Computernutzung und ihrem Online-Suchverhalten fand man heraus, dass Chris und Lisanne den Pianista-Pfad vor ihrer Wanderung ausgiebig recherchiert hatten. Panama America berichtete darüber. Zitat: Eine Untersuchung des Computers einer der Niederländerinnen durch die Behörden dieses Landes ergab, dass sie Stunden vor ihrem Verschwinden im Internet nach Informationen über den El Pianista-Pfad suchten. Zitat Ende. Und die niederländische Digitalzeitung RTL News berichtete ebenfalls, dass Lisanne Frohn und Chris Kremers am 1. April nach Informationen über den Einstieg in den Wanderweg, seine Ausdehnung und die Beschaffenheit des Geländes suchten. Die Sprachschule, die sie besuchten, hatte auch ein Exemplar des Lonely Planet Magazins, in dem sie die Information lasen, dass man umdrehen und zurücklaufen müsse, um nach Phuket zurückzukehren. Eine Mitarbeiterin der Sprachschule sagte ihnen am Sonntag, den 30. März, auch ausdrücklich, dass sie auf dem Gipfel umkehren und wieder zurückgehen müssten, wenn sie den Pianista-Pfad gehen wollen. Anhand der Fotos kann man aber sehen, dass sie nicht umgedreht sind und zum karibischen Abstieg weitergelaufen sind, also im Prinzip auf der anderen Seite des Gipfels am Berg vorbei. Auf dem Foto 505 sieht man Chris, wie sie gebeugt mit einer Hand, die Augen verdeckend, zurückblickt. Das Bild wurde aufgenommen, nachdem sie hinter dem Gipfel geradeaus weitergelaufen waren und dem Pfad wieder abwärts gefolgt waren, tiefer in den tropischen Wald hinein. Das Foto wurde um 13.20 Uhr aufgenommen. Um 13.38 Uhr wurde die Netzverbindung ihrer Handys unterbrochen, da sie sich zu weit vom Gipfel entfernt hatten. Dann zeigt Foto 507 um 13.54 Uhr Chris beim Überqueren eines kleinen Baches. 8 Sekunden später wurde Foto Nummer 508 aufgenommen und auch gleichzeitig das letzte bekannte Foto, das von den Mädchen an diesem Tag gemacht wurde. Den Rest des Tages wurden keine Fotos mehr gemacht. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass sie weiterging und etwas Unerwartetes passierte, das sie daran hinderte, weitere Fotos auf dem Pfad zu machen, der tiefer in den Wald führt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sie um 16.39 Uhr zum ersten Mal versucht haben, den Notdienst zu erreichen. Man kann also davon ausgehen, dass etwas passiert sein musste, das für die beiden so gravierend war, dass sie keine andere Möglichkeit mehr sahen, als die Notrufnummer zu wählen. Die Frage, die sich nun jeder stellt, lautet: Was könnte mit den Mädchen passiert sein, nachdem das letzte Foto 508 aufgenommen wurde? Ihre Fotos zeigen, dass sie den Pianista Trail verlassen und auf die andere Seite der Kontinentalscheide gewandert sind. Der Pianista Trail ist ein klar markierter Weg, aber sobald man weitergeht, werden die Pfade zu kleinen Trampelpfaden, die schlecht instand gehalten werden, und der Dschungel wird immer dichter. Diese Wege werden vor allem von einheimischen Touristen und indigenen Völkern genutzt, die in den Wäldern leben. Einige treiben dort ihr Vieh, andere nutzen die Wege, um zu ihren Kaffeeplantagen zu gelangen. Das letzte Foto wurde um 14.02 Uhr aufgenommen und um 16.39 Uhr, also etwa 2,5 Stunden später, wurde der Notruf gewählt. Fraglich ist, wie weit die beiden sich noch in den 2,5 Stunden vom Gipfel entfernt haben. Zu diesem Anruf gibt es genau zwei Theorien. Erstens, einem oder beiden ist etwas passiert, ein Sturz oder eine andere Verletzung, sodass sie nicht mehr weitergehen konnten. Und die zweite Theorie ist, dass sie von jemandem verfolgt wurden, der sie tiefer in den Wald trieb. Es wurden keine Fotos gefunden, die die Notrufe hätten erklären können. Keine Fotos von einer Verletzung, von einer fremden Person oder davon, dass sie sich in abseits des Hauptweges verirrt hatten. Kommen wir nun zu dem wohl bekanntesten Foto, oder besser gesagt einer Datei, die wahrscheinlich mal ein Foto war. Foto Nummer 509. Dieses Foto reiht sich genau zwischen den Tagesfotos und den sehr seltsam anmutenden Nachtfotos ein, die eine Woche später gemacht wurden. Wie ich ja bereits erwähnt habe, nummeriert die Kamera die aufgenommenen Fotos automatisch. Doch in der fortlaufenden Reihe fehlt die Nummer 509. Niederländische IT-Forensiker haben versucht, dieses eine gelöschte Foto wiederherzustellen, jedoch ohne Erfolg. IT-Spezialisten verfügen über eine spezielle Software, mit der solche Fotos wiederhergestellt werden können, da das Drücken von
Löschen normalerweise nicht bedeutet, dass die gesamte Datei tatsächlich gelöscht wird. Die Datei wird, vereinfacht gesagt, auf einen anderen Bereich der Speicherkarte geschoben, doch obwohl ein professionelles Team der niederländischen Staatsanwaltschaft daran arbeitete, konnte es das fehlende Foto in dem System der Kamera nicht finden. Die grundlegende Frage, die sich hier stellt, ist: Wie konnte das Foto so gelöscht werden, dass selbst IT-Forensiker es nicht mehr wiederherstellen konnten? Einigen Fachleuten zufolge ist das Offensichtlichste, was passieren konnte, dass jemand die Kamera an einem Computer angeschlossen und das Foto auf eine ganz spezielle Weise gelöscht hat. Im Fall der verschwundenen Datei 509 war auf der Speicherkarte keine Spur mehr davon zu finden und außerdem stellten die niederländischen Forensiker bereits zu Beginn der Ermittlungen fest, dass die Dateisektoren von Foto 510 nahtlos zu Foto 508 passten. Es gab keine Lücke zwischen den beiden Fotos, wie man sie normalerweise sehen würde, wenn Foto 509 gelöscht worden wäre. Das niederländische Institut für Forensik kam zu dem Schluss, dass dies eigentlich nur mit Hilfe eines Computers erreicht werden kann, wenn die gesamte Datei mit all ihren Sektoren mit Hilfe eines Computers entfernt wurde. Doch natürlich sind nicht alle davon überzeugt und es gibt auch zahlreiche andere Meinungen und Theorien, dass die Mädels dieses spezielle Foto vielleicht selbst gelöscht haben und die nachfolgenden fast 100 Fotos, die sie geschossen haben, die gelöschte Datei irgendwie dauerhaft überschrieben haben. Im Internet sind zu diesem Thema natürlich zahlreiche Theorien im Umlauf, zu denen ich aber zu einem späteren Zeitpunkt genauer darauf eingehen werde. Einige Leute vermuten, dass die Mädchen die falschen Leute getroffen haben und vielleicht ein Foto von jemandem gemacht haben, der nicht identifiziert werden wollte. Aber würden Kriminelle solch einen Aufwand betreiben, nur um ein Foto zu löschen? Ich meine, die Kriminellen hätten einfach die Kamera nehmen können und vernichten können, ins Wasser schmeißen können oder sonst irgendwas. Wer betreibt so einen Aufwand, nur um ein einziges Foto unwiderruflich zu löschen? Laut dem, was ich über das Löschen der Datei 509 herausfinden konnte, ist das, dass man es nicht einmal ebenso macht. Man braucht sehr viel fundiertes Wissen im Bereich Informatik und ein spezielles Programm, um eine Datei restlos von einem Speichermedium zu löschen. Es ist natürlich auch möglich, dass die panamaischen Behörden das Foto 509 selbst von der Kamera gelöscht haben, als sie zum ersten Mal untersuchten, entweder aus Versehen oder weil etwas Belastendes drauf war. Etwas, das sie vor der Welt verbergen wollten und dass sie die niederländischen Ermittler nie über diese Tatsache informiert haben. Eine andere Vermutung ist, dass die Mädels das Foto selbst gelöscht haben und diese Datei dann irgendwann im Laufe der anderen Fotos überschrieben wurde. Doch wenn das so ist, warum sollten sie das tun? Von allen Urlaubsfotos, die sie in den Wochen zuvor gemacht haben, haben die Ermittler festgestellt, dass kein einziges Foto von den Mädchen gelöscht wurde. Hätten sie sich in einer Notsituation wirklich die Mühe gemacht, ein Foto zu löschen? Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie das Fehlen des Foto 509 zustande gekommen sein könnte. Möglichkeit 1: Es hat nie existiert. Das heißt, dass die Kamera durch eine Fehlfunktion irgendwie die Nummer 509 übersprungen hat oder sich sozusagen verzählt hat. Aber wie wahrscheinlich ist das? Nun, extrem unwahrscheinlich. Dass ein Computer sich verzählt, passiert außerordentlich selten. Der Besitzer des Blogs Imperfect Plan, ein Software-Ingenieur namens Chris, hat sich exakt die gleiche Kamera besorgt, mit der auch die Mädels ihre Fotos geschossen haben. Er hat insgesamt in einem Feldversuch 14.914 Fotos mit dieser Kamera geschossen und nicht einmal hat die Kamera sich verzählt und eine Nummer übersprungen. Er hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Kamera eine Zahl überspringt, bei der Anzahl der Fotos, die er gemacht hat, bei etwa 0,007% liegt, also verschwindend gering. Weitaus wahrscheinlicher wäre Möglichkeit Nummer 2. Das Foto wurde manuell gelöscht. Entweder von Lisanne oder von jemand anderem. Falls es Lisanne gelöscht hätte, hätten wir hier wiederum zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat es aus Versehen gemacht oder mit Absicht. Betrachten wir zuerst das Szenario, in welchem das Foto versehentlich gelöscht wurde.
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, müssen insgesamt vier kleine Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden, um ein Bild zu löschen, einschließlich eines Tastendrucks zur Bestätigung der endgültigen Löschung. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und weggelegt wird, muss sie auch erst wieder eingeschaltet werden. Das heißt, wir haben eine Taste zusätzlich, die in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden muss. Das versehentlich zu tun, während man die Kamera bedient, ist nahezu unmöglich. Es ist auch möglich, dass die Kamera im eingeschalteten Zustand irgendwie weggelegt wurde und bevor sie sich von selbst ausgeschaltet hat, wurde durch irgendeine Bewegung diese Tastenkombination gedrückt. Und diese Kamera wurde so konstruiert, dass genau das nicht passieren kann, also eine versehentliche Löschung. Ich denke wirklich, dass wir hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen können, dass das Foto versehentlich gelöscht wurde. Es bleibt also die Möglichkeit, dass das Foto mit Absicht gelöscht wurde. Foto 509 hätte von Lisanne gelöscht werden müssen, bevor 510 aufgenommen wurde, was möglich ist, aber die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Von allen Bildern, die hätten gelöscht werden müssen, weil sie zum Beispiel schlecht geschossen worden sind, ist Bild 495 ein nicht veröffentlichtes Selfie, auf dem Chris ihre Augen geschlossen hat. Sie verbrachten mindestens 15 Minuten auf dem Gipfel, was genug Zeit für die Überprüfung der Bilder und die Löschung der schlechten Bilder gewesen wäre. Aber dies wurde nicht getan, was darauf hindeutet, dass Lisanne sich an diesem Tag nicht um die Überprüfung und Löschung der Bilder kümmerte. Im weiteren Verlauf des Tages hätten Müdigkeit und Stress zugenommen, was es sehr viel unwahrscheinlicher macht, dass sie sich Gedanken über die Überprüfung und Löschen von Bildern gemacht haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Lisanne das Bild 509 aufgenommen, geprüft und gelöscht hat, könnte also eher gering sein. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Bilder gelöscht wurden, um auf der SD-Karte Platz für weitere Bilder zu schaffen. Wenn man aber jedoch bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt 508 Bilder aufgenommen wurden und die 16 GB SD-Karte bei höchster Auflösung mehr als 7000 Bilder aufnehmen kann, ist das ebenfalls ziemlich unwahrscheinlich. Wenn das Foto von jemand anderem gelöscht wurde, dann haben wir hier auch wieder zwei Möglichkeiten, entweder aus Versehen oder mit Absicht. Es ist im Allgemeinen bekannt, dass der Zugriff auf die SD-Karte auf sehr unprofessionelle Art und Weise erfolgt ist. Auf der SD-Karte wurde eine Software verwendet, die Miniaturbilder erstellt hat und es wurden Miniaturbilder von der Speicherkarte gelöscht. Die Bilder wurden gedreht, gezoomt und wieder auf der Speicherkarte gespeichert. Heißt also im Klartext, eventuelle Beweismittel wurden manipuliert. Wer auch immer diese Manipulation an der SD-Karte vorgenommen hat, war äußerst unvorsichtig und es ist nicht ausgeschlossen, dass beim Löschen der Miniaturbilder auch Bild 509 versehentlich irgendwie gelöscht wurde. Bei der unbekannten Person könnte es sich um jeden handeln, der am Auffinden des Rucksacks und der Kamera beteiligt war oder um einen Mitarbeiter der Polizei, der Zugang zur SD-Karte hatte. Was wir aber mit Sicherheit wissen ist, der Umgang mit der Speicherkarte war maximal unprofessionell. Wenn zum Beispiel das FBI eine Speicherkarte auswerten muss, dann wird mithilfe einer speziellen Software ein identisches Abbild der Speicherkarte erstellt und nur noch mit diesem Abbild wird dann weitergearbeitet. Der physische Datenträger wird in einer Beweismitteltüte versiegelt und nicht mehr angefasst, da es sich um ein Beweismittel handelt, das nicht verändert werden darf. Bei einem eventuellen Gerichtsprozess gegen einen vermeintlichen Täter kann ein guter Anwalt diese Speicherkarte als Beweismittel anfechten, da sie nachweislich manipuliert wurde. Und das muss nicht mal aus bösem Willen geschehen sein, sondern einfach nur aus Inkompetenz. Die Leute sind immer schnell darin, Inkompetenz mit Böswilligkeit zu verwechseln. Und natürlich ist es möglich, dass das Bild 509 absichtlich gelöscht wurde. Die große Frage hier wäre aber, warum? Was würde jemanden dazu bewegen, ein Bild zu löschen und dies absichtlich oder unabsichtlich so zu tun, dass das Bild nicht wiederhergestellt werden kann? Die Antwort kann nur lauten, dass auf Bild 509 etwas zu sehen war, das die anderen oder die Polizei nicht sehen sollten. Das Einzige, was dies sein könnte, wäre ein Hinweis auf ein Verdächtigen oder ein Verbrechen. Es ist möglich, dass auf Bild 509 eine Person zu sehen ist, die in keine Straftat verwickelt ist, aber allein durch die Abbildung würde diese Person einer polizeilichen Überprüfung unterzogen und
müsste sich einer Befragung unterziehen und sie könnte sogar von der Öffentlichkeit einer Straftat beschuldigt werden, wie es bei anderen Personen aus der Region schon mal geschehen ist. Daher könnte jemand beschlossen haben, dieses Bild einfach zu löschen und damit alle Spekulationen über eine mögliche Person auf dem Bild zu beenden. Wer sich die gesamte Untersuchung zu dem Foto 509 anschauen möchte, dem packe ich einen Link in die Videobeschreibung, aber ich muss euch warnen, es geht wirklich extrem tief ins Detail und wird sehr technisch. Wer sich dafür interessiert, kann sich das aber natürlich gerne anschauen. Das Wichtigste aus der Untersuchung ist aber, es ist sehr wohl möglich, dass das Foto manuell gelöscht wurde und durch ein anderes überschrieben wurde. Das Wichtigste aus der Untersuchung von Imperfect Plan ist, dass er nachgewiesen hat, dass wenn man ein Foto manuell löscht und dann einfach weiter Fotos macht, dass dieses gelöschte Foto irgendwann überschrieben wird und unwiderruflich weg ist, ohne dass man die Kamera dafür an einen Computer anschließen muss, wie sehr, sehr häufig im Internet behauptet wird. Die große Frage bleibt aber dennoch, warum wurde das Foto 509 gelöscht? Kommen wir zum letzten Teil der Fotos, die auf der Speicherkarte sichergestellt wurden. Die ominösen und wirklich seltsam anmutenden nächtlichen Fotos. Die Fotos wurden am 8. April aufgenommen, also mindestens eine Woche nach dem Verschwinden der Mädchen und eine Woche, nachdem ihr letztes bekanntes Foto gemacht wurde. Sie wurden mitten in der Nacht zwischen 1.29 Uhr und 4.10 Uhr aufgenommen. Die meisten der schätzungsweise 99 nächtlichen Fotos wurden in einem Zeitraum von weniger als 3 Stunden aufgenommen. Das bedeutet, dass im Durchschnitt alle 2 Minuten ein Bild aufgenommen wurde. Es sind zwar knapp 100 Fotos gemacht worden, aber die Familie der Mädchen haben nur einige wenige von ihnen veröffentlicht. Zuerst wurden nur 3 Fotos veröffentlicht. Die Eltern der Mädchen und die Ermittler sagten, dass die übrigen Nachtfotos meist nichts oder nichts als Dunkelheit zeigten. Die Fotos wurden mit einem Blitz fotografiert und zeigen meist den Dschungel oder ein paar Felsen. Und zwar immer wieder dieselben, mit denselben Felsen und Bäumen, immer und immer wieder, aus einer leicht veränderten Perspektive. Es gibt aber noch ein paar Fotos, die sehr deutliche Dinge zeigen, auf die wir auch noch eingehen werden. Das erste Foto dieser Serie zeigte eine nächtliche Kulisse mit Felsen und einigen Büschen. Das Foto hat die Nummer 542 und wurde um 1.38 Uhr morgens aufgenommen. Die Person, die dieses Foto aufgenommen hat, scheint von der Spitze eines Felsens in die Büsche und die Dunkelheit hinunterzuschauen. Die Ermittler haben das Foto mit verschiedenen Helligkeitseinstellungen bearbeitet und verbessert und einige Leute waren tatsächlich der Meinung, dass es die Umrisse einer Leiche zeigt, die unten liegt und in den durchgesickerten Fallakten steht sogar, dass frühere Ermittler dieses Bild ebenfalls als ein Schlüsselbeweisstück in diesem Fall bezeichnet hatten. Als einige Zeit später noch mehr dieser Nachtfotos veröffentlicht wurden, wurde aber schnell klar, dass es sich nur um eine Reflexion des Blitzes handelte und um ein paar Pflanzen. Das zweite veröffentlichte Foto zeigt eine Art rote Plastiktüte, die an kleinen Stöcken befestigt ist, die auf einem Felsen liegen und daneben etwas, das aussieht wie 2 Kaugummi- oder Bonbonverpackungen. Dieses Foto hat die Nummer 550 und wurde um 1.39 Uhr aufgenommen. Einige Leute vermuten, dass sie mit dieser Konstruktion wie mit einer Art Fahne gewunken haben könnten, um einen vorbeifliegenden Hubschrauber zu signalisieren, dass sie in der Not sind. Das hätte aber sicher nicht in der Nacht des 8. April stattgefunden, denn es ist erwiesen, dass während des Suchzeitraums in diesem bergigen und wolkenverhangenen Terrain nachts keine Hubschrauber fliegen, da es zu gefährlich war. Das dritte Foto mit der Nummer 580 ist ein Foto von Chris Hinterkopf. Dieses veröffentlichte Foto wurde um 1.49 Uhr morgens aufgenommen. Dieses Polaroid-Foto ist eigentlich ein Screenshot aus einer TV-Folge. Von diesem Foto wurden nur Teile eines Screenshots veröffentlicht, auf dem rote Haare zu sehen sind. Ein weiteres Foto wurde so über den rechten oberen Teil des Fotos platziert, damit es etwa maßstabsgetreu Chris' Schläfe zeigt. Ein Journalist namens Jeremy Kreit hatte in einem Interview mit einer niederländischen Zeitung behauptet, dass auf dem Foto mit der Schläfe Blut zu sehen ist und dass er anonym die vollständigen Fallakten zu diesem Fall erhalten hat. Das Problem an seinen Aussagen? Er hat nie einen Beweis dafür geliefert.
Auf dem Foto von Chris Hinterkopf habe ich eher den Eindruck, dass ihre Haare sauber und gepflegt aussehen, obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage im Dschungel verbracht haben. Von Blut auf den Fotos ist nichts zu sehen. Dieses Foto von Chris könnte zum Beispiel ein Selfie gewesen sein, um eine eventuelle Verletzung am Hinterkopf zu fotografieren. Wenn das aber der Fall wäre, warum wurden dann nicht mehr Fotos von Chris oder Lisanne gemacht? 100 Nachtfotos und nur eines von Chris. Vielleicht wurde ihr Hinterkopf nur aus Versehen fotografiert, weil sie in tiefster Dunkelheit versehentlich vor die Kamera gelaufen ist. Auf vielen Nachtfotos sieht es so aus, als würden Wassertropfen vom dunklen Himmel fallen und sie einfach nur wahllos in den Himmel fotografieren. Und dann gibt es da noch ein viertes Foto, das Lisannes Bruder Martin in einer Talkshow zeigte, als er den Fall im niederländischen Fernsehen diskutierte. Dieses vierte Foto zeigt den Rand eines Felsens oder eines Plateaus oder so ähnlich und Regentropfen, die sich im Blitz reflektieren. Es könnte sich aber auch um eine Reflexion von Staubpartikeln in der Luft oder um eine andere Form der Rückstreuung handeln. Das Kameraobjektiv scheint frei von Wassertropfen zu sein und die Felsen sehen auch nicht nass aus. Das ist zu den anderen Nachtfotos, die später veröffentlicht wurden, ein Unterschied, da man auf den anderen Fotos eindeutig die Regentropfen in der Luft erkennen kann. Das bedeutet also, dass das Foto gemacht wurde, als es noch nicht geregnet hat. Im Jahr 2016 wurde ein sechster dieser Nachtfotos offiziell veröffentlicht und zeigt einige interessante Details. Auf dem Foto erkennt man durch einen Blitz beleuchtet einige verstreute Papierstücke sowie eine Art reflektierende Oberfläche und einen Gurt. Alle diese Dinge sind auf einem Felsen platziert. Es war derselbe Journalist, der auch behauptete, dass man auf dem Foto von Chris Schläfe Blut sehen könnte. Jeremy Kreut. Kreut schrieb, dass das Papier verwendet wurde, um eine Art SOS-Zeichen darzustellen. Für das, was man auf diesem Foto sieht, wurde nie eine wirklich zufriedenstellende Erklärung gefunden. Aber die wohl verbreitetste Theorie ist, dass die Mädchen mit diesen Papierschnipseln eine Art SOS-Zeichen abbilden wollten und der reflektierende Gegenstand in der Mitte platziert wurde, damit das Zeichen aus der Luft besser gesehen werden kann. Und ehrlich gesagt macht das für mich auch am meisten Sinn. Zu der Frage, warum alle diese Fotos nachts mit einem Blitzlicht gemacht wurden, gibt es auch mehrere Erklärungsversuche, die alle von plausibel bis hin zu unsinnig reichen. Einige Leute haben spekuliert, dass die Mädchen das Blitzlicht der Kamera benutzt haben, um den Weg vor sich auszuleuchten. Was aber problematisch sein könnte, da ein heller Kamerablitz eine vorübergehende Blindheit auslöst. Jeder kennt das. Die Verwendung eines Blitzlichts führt also eher dazu, dass man weniger sieht, als dass man mehr sieht. Es ist auch möglich, dass sie mit der Kamera geblitzt haben, um nachts auf sich aufmerksam zu machen und somit wiederum die Aufmerksamkeit von Suchteams auf sich zu lenken. Jedoch fliegen Hubschrauber nicht tief in der Nacht in bergigem Gelände, weil es zu gefährlich ist. Natürlich gibt es Hubschrauber und vor allem Piloten, die solche Fähigkeiten besitzen, nämlich den Instrumentenflug, aber diese sind selten und man benötigt zumindest in Deutschland spezielle Lizenzen, um so etwas durchzuführen. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass Suchmannschaften mitten in der Nacht aktiv waren und über die Suchaktion wurde ausführlich berichtet. Das alles könnte den beiden Mädchen wahrscheinlich klar gewesen sein und wenn sich Suchmannschaften wirklich in der Nähe befunden hätten, hätten sie auch durch Schreien auf sich aufmerksam machen können. Dann gibt es da noch die Theorie, dass die Mädchen auch seltsame Geräusche in der Nähe gehört haben und den Blitz benutzten, um in der Dunkelheit zu sehen, um eventuell ein Tier zu verscheuchen. Diese Theorie kann man aber vernachlässigen, wenn man bedenkt, dass die Fotos in einer Zeitspanne von 3 Stunden gemacht wurden und auf keinem der Fotos irgendwas zu sehen ist, was auch nur im Entferntesten einem Tier ähnelt. Genauso wenig macht die Theorie Sinn, dass die Mädchen den Blitz benutzt haben, um vor etwas wegzulaufen. Auf allen Fotos erkennt man mehr oder weniger, dass sie sich an einem und demselben Ort befinden. Ich werde zu diesem Thema natürlich zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingehen. Das war's im Großen und Ganzen zu den ausgewerteten Fotos. Nachdem die Polizei nun also den Rucksack sichergestellt hatte, begann man die Umgebung zu durchsuchen. Mithilfe von 6 einheimischen Leuten fand der örtliche Führer F
dann Knochenreste und zwei verschiedene Schuhe entlang des Flusses Rio Culebra, kurz vor dem 19. Juni. Eine Jeans-Shorts wurde ebenfalls von einem lokalen Führer namens Laureano und einem lokalen Führer namens Angel gefunden. Ursprünglich hieß es, sie sei auf einem Felsen am gegenüberliegenden Ufer des Flusses gefunden worden, mindestens 8 Gehstunden von Phuket und mehrere Kilometer von der Stelle entfernt, an der Lisans Rucksack entdeckt worden war. Die Führer selbst behaupteten jedoch, dass sie die Jeans im Fluss treibend gefunden hätten. Anhand von Fotos aus den Akten ist bekannt, dass die Jeans tatsächlich an einem Ast oberhalb des Flusses hängen geblieben war. Hier haben wir also wieder einmal zwei unterschiedliche Versionen einer Geschichte. Nicht leicht für die Ermittler, sich daraus ein klares Bild zu machen, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Die sterblichen Überreste von Lisanne wurden sowohl flussaufwärts als auch flussabwärts des Alto Romero verstreut und in der Nähe der Überreste ihrer besten Freundin gefunden. Am 19. Juni bestätigte die Justizministerin Bezaida Pitti, dass bei der Suche nach Chris Kremers und Lisanne Fruns tatsächlich menschliche Überreste gefunden wurden. Einer der gefundenen Schuhe enthielt immer noch einen Fuß. Die Schnürsenkel waren noch fest verschnürt und in dem Schuh befand sich auch eine Socke, in der sich dann der Fuß befand, der noch Haut und Gewebe aufwies. Dieser braune Schuh mit Fuß wurde ebenfalls von dem Führer Felicitano und einheimischen Helfern hinter oder unter einem Baum in der Nähe des Alto Romero und abseits des Flusses gefunden. Ein ziemlich schwer einsehbarer Ort, aber die Einheimischen gaben an, dass der Verwesungsgeruch sie zu der Stelle geführt hatte. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass die Bruchstelle des Fußknochens sauber war und kein Blut daran zu finden war. Es wurden auch keine Anzeichen von Schnitten, Schüssen oder Zahn- und Krallenspuren entdeckt, nicht einmal unter dem Mikroskop. Laut dem Gerichtsmediziner Dr. Moreno, der die Autopsie dieser Knochen, die sich als die von Lisanne stammend herausstellten, durchführte, gab es keine mikroskopischen Anzeichen von Raubtieren oder von Tieren und menschlichen Handlungen hinterlassenen Spuren, was meiner Meinung nach nicht ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, dass der Fuß in einem Socken und der wiederum in einem festen Wanderschuh steckt. Tiere sind an den Fuß wahrscheinlich einfach nicht rangekommen, daher auch das Fehlen der Spuren. Leider wurden die wichtigsten Knochen, wie der Schädel, die Thoraxknochen oder der Beckengürtel, nicht gefunden. Der Fund dieser Knochen würde auch höchstwahrscheinlich die Todesursache aufklären oder zumindest mit vielen Gerüchten aufräumen. Manchmal braucht es nur einen einzigen Knochen einer Leiche, um deutliche Einwirkungen von menschlicher Gewalt zu zeigen und die ganze Geschichte zu verändern. Im Laufe der Zeit wurden mindestens 33 weit verstreute Knochen am gleichen Flussufer entdeckt, von denen die meisten Fragmente von Lisans Fuß stammen. Dieser Ort liegt einige Kilometer von der Seilbrücke und den trockenen Flusssteinen entfernt, wo einige Ermittler vermuten, dass die nächtlichen Fotos aufgenommen wurden. Die Knochen wurden überwiegend an Land gefunden. Der Schuh mit seinem Fuß wurde flussaufwärts gefunden. Die anderen Knochenreste wurden verstreut gefunden, manchmal kilometerweit voneinander entfernt. Aber alle waren mehr oder weniger in der Nähe vom Flusslauf. Bei einigen Knochen fand die Polizei jedoch nie heraus, wo genau sie von Freiwilligen gefunden wurden. Das ist auch meiner Meinung nach das Problem mit freiwilligen Helfern. Sie sind in der Regel nicht oder nur geringfügig ausgebildet, um bei solchen Suchaktionen mitzuhelfen. Manchmal richten sie sogar mehr Schaden an, als sie helfen. Der Vermisstenfall Dennis Lloyd Martin ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Gefunden wurde auch ein Teil eines Beckenknochens, der in zwei Hälften gebrochen war. Am 20. Juni 2014 gaben die Familien der Mädchen eine öffentliche Erklärung ab, in der sie mitteilten, dass sie den Grund zur Annahme hätten, dass ihre Töchter nicht mehr am Leben seien. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie immer die Hoffnung geäußert, dass ihre Töchter letztendlich lebend gefunden werden würden. Ihre Hoffnung sollte jedoch ein jähes Ende finden. Die entdeckten Knochen wurden untersucht und Forensiker und DNA-Spezialisten konnten nun insgesamt 5 Knochenfragmente eindeutig Chris und Lisanne zuordnen. Die Fußknochen gehörten Lisanne und der in zwei Hälften gebrochene Beckenknochen gehörte zu Chris. Am 2. August 2014 wurde dann noch ein Rippenknochen von Chris gefunden.
Der Rippenknochen war trocken und sonnengebleicht. Er sah aus, als hätte er einige Zeit lang in der Sonne gelegen. Die anderen Knochen, die in der Nähe gefunden wurden, wurden den indigenen Einwohnern der Gegend zugeordnet. Offenbar verunglückten die Einheimischen manchmal in dem tückischen Gelände und auf den wackeligen Seilbrücken und nicht jeder meldet dies der Polizei, was in dieser Gegend wahrscheinlich üblich ist. In einer niederländischen Fernsehsendung wurden niederländische Gerichtsmediziner interviewt und gaben an, dass am 29. August 2014 zusätzlich ein Knochen vom Oberschenkel von Lisanne gefunden wurde und laut einem panamaischen Nachrichtenartikel wurde außerdem noch ihr Schienbeinknochen gefunden. Der Pathologe stellte fest, dass das Knochenmark im Oberschenkel und Schienbeinknochen von Lisanne trocken und nicht zersetzt war. Das bedeutet wiederum, dass er nicht im Wasser gelegen hatte. Dann wurde noch etwas gefunden, das im Allgemeinen als eine Art Hautknäuel bezeichnet wird oder anders gesagt eine kleine Masse aus Haut bestehend. Bei dem zuerst aufgrund eines falschen Zeitungsartikels vermutet wurde, dass es sich um Haut von Lisanne handelt. Bei einer späteren genaueren Untersuchung hatte man aber festgestellt, dass es sich nicht um Menschenhaut handelt, sondern um die Haut eines Säugetiers, höchstwahrscheinlich der einer Kuh. Und auch nach all diesen Funden konnte letzten Endes keine Todesursache festgestellt werden, da wichtige Knochen, wie zum Beispiel der Schädel, fehlten. Aber die Knochen haben Hinweise darauf geliefert, was den beiden zugestoßen sein könnte. Der Fuß von Lisanne wies an drei Stellen Brüche auf, und zwar mehrere Brüche der Mittelfußknochen. Das sind die Knochen, die im Prinzip euer Sprunggelenk mit den Zehen verbinden. Diese Verletzung ist typisch für einen Sturz aus großer Höhe. Der niederländische Gerichtsmediziner Frank van de Goot gibt aber auch ausdrücklich an, dass diese Verletzung natürlich nicht ausschließlich durch einen Sturz herbeigeführt werden kann. Den Mittelfuß kann man sich auch brechen, wenn zum Beispiel etwas Schweres drauffällt, wie zum Beispiel ein Stein oder etwas Ähnliches. Er schätzt aber weiterhin, dass die Verletzung eher mit einem Sturz in Einklang zu bringen ist. Die Knochenhaut von Lisannes Fuß zeigte Anzeichen einer Periostitis, einer Entzündung, die die Wissenschaftler mit einer Überlastung des Fußes in Verbindung bringen. Frank van de Goot erklärte, dass diese Art von Verletzung zum Beispiel durch sehr anstrengende Langstreckenläufer verursacht werden kann und auch bei Marathonläufern auftritt, die nicht lange genug trainiert haben. Das Gehen wird dadurch sehr schmerzhaft. Eine äußerst ungünstige Situation, wenn man sich gerade in einem Dschungel befindet. Eine Periostitis kann aber auch eine chronische Erkrankung sein und im Fall von Lisanne wurde nicht untersucht, ob sie an einer Vorerkrankung litt oder nicht. Ihre Familie hat jedoch von einer Volleyballverletzung gesprochen, die so schwer war, dass sie mit dem Sport aufhören musste. Eine Periostitis kann mit der Zeit auch wieder aufflammen oder aber auch abklingen. Obwohl ihre Volleyballverletzung nie näher definiert wurde und sie beispielsweise nicht daran gehindert hat, in einem Restaurant als Kellnerin zu arbeiten. Auch ihre Familie und Freunde haben so etwas in der Dokumentation Break Free über ihr Leben nie erwähnt und Lisanne selbst auch nicht in ihrem Urlaubstagebuch. Kommen wir jetzt wohl zu dem meiner Meinung nach umstrittensten Beweisstück des gesamten Falls. Aus dem Autopsiebericht geht hervor, dass Chris' Knochen eine weißliche Verfärbung aufweisen, was darauf hindeutet, dass sie entweder lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren oder dass der Fundort ein Gebiet mit sehr basischen chemischen Elementen war, was die weißliche Färbung verursachte. Die Behörden erklärten später, dass der Beckenknochen von Chris von einem forensischen Team mehrere Stunden lang in kochendes Wasser gelegt worden war, um das weiche Gewebe zu entfernen, damit sie sehen konnten, ob der Knochen Anzeichen von Gewaltanwendung aufwies. Das ist übrigens eine gängige Praxis in der Gerichtsmedizin. Im Autopsiebericht vom September hieß es hierzu, Zitat, alle Knochen wiesen eine weiße Färbung auf, die auf zwei Tatsachen schließen lässt, dass sie lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren oder dass der Bestattungsort dem Terrain sehr basischer chemischer Elemente entsprach, was die Phosphate und Calciumcarbonate der einzelnen Knochenelemente beeinflusste und eine weißliche Färbung verursachte. Zitat Ende. Die Knochen von Chris enthielten Spuren von Phosphaten, die manchmal auch mit chemischen Bleichverfahren in Verbindung gebracht werden können.
In dem forensischen Bericht steht leider auch nicht, in welcher Menge die Phosphatspuren an ihren Knochen vorhanden waren. Der Blog Imperfect Plan, auf den ich schon einmal in Bezug zu dem Foto 509 verwiesen habe, hat zu den gebleichten Knochen auch einen extrem langen Artikel veröffentlicht und ist zu dem Schluss gekommen, Zitat: Wenn zwei Mädchen unter diesen Bedingungen gleichzeitig verschwinden, ist es fast 100% sicher, dass es sich um kriminelle Aktivitäten handelt. Es gibt keinen Grund dafür, dass zwei erfahrene Reisende gleichzeitig in der Nähe häufig genutzter Wanderwege verschwinden. Zitat Ende. Nun, so sehr ich auch seine neutrale Arbeit zu der Kamera und dem Foto 509 mag, so muss ich hier leider sagen, dass er meiner Meinung nach etwas über das Ziel hinausgeschossen ist und leider auch nicht neutral an die Sache herangegangen ist. Er hat sehr, sehr großen Aufwand betrieben, die lokalen Gegebenheiten zu erfassen, wie zum Beispiel Feuchtigkeit, Temperatur, Wetter, wann menschliche Überreste wie verwesen etc. etc. und ist dann zu dem Fazit gekommen, dass die Phosphatspuren auf den Knochen nicht in dem Boden vorkommen, auf dem die Knochen gefunden worden sind, und man somit mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass das gebleichte Aussehen der Knochen menschengemacht ist, da man versucht hatte, den Verwesungsprozess mit Kalk zu beschleunigen. Kalk wird von den Einheimischen in der Landwirtschaft oft eingesetzt. Und wenn man sich seinen Blog-Eintrag durchliest, dann macht das alles auch auf den ersten Blick Sinn. Wenn man sich aber eine fundierte Meinung bilden will, dann muss man auch andere Quellen in Betracht ziehen und andere Meinungen dazu anhören, um dann selbst für sich ein Fazit zu ziehen. Und das habe ich getan. Wenn man sich den Abschnitt in dem Autopsiebericht nochmal genauer durchliest, dann fällt einem was auf. Ich zitiere nochmal: Alle Knochen wiesen eine weiße Färbung auf, die auf zwei Tatsachen schließen lässt, dass sie lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren oder dass der Bestattungsort dem Terrain sehr basischer chemischer Elemente entsprach, was die Phosphate und Calciumcarbonate der einzelnen Knochenelemente beeinflusste und eine weißliche Färbung verursachte. Zitat Ende. Dies bedeutet nur, dass der Boden die Phosphate und das Calcium in dem Knochen beeinflusst hat und nicht, dass es mithilfe von Phosphor geschehen ist. Menschliche Knochen selbst enthalten eine Menge Phosphor. Ich glaube, Imperfect Plan hat den Bericht so fehlinterpretiert, dass die Autopsie besagt, es müsse Phosphor im Boden gewesen sein, um die Knochen so zu bleichen. Er kommt in seinem Blog-Eintrag zu der Konklusion, dass die Knochen gebleicht wurden, also müssen alle Überreste mit Phosphor in Berührung gekommen sein, aber es gab nie genug Phosphor im Boden, um dies zu tun, also kann es nicht natürlich gewesen sein. Der Fehler liegt hier in der Annahme, dass Chemikalien verwendet worden sein müssen, da im Boden kein oder zu wenig Phosphor nachgewiesen wurde. Sein Blog-Eintrag ist zwar sehr ausführlich, aber trotzdem bedenkt er einige Sachen überhaupt nicht. Phosphat kommt natürlicherweise im menschlichen Körper vor. 85% davon befinden sich in den Knochen, der Rest ist auf Gewebe und Zellen verteilt. Der Körper reguliert seinen Phosphathaushalt über die Ausscheidung von Urin. Und Urin wird in den Nieren durch einen komplexen Filtrationsprozess gebildet. Wenn die Funktion der Niere aber gestört ist, zum Beispiel wenn der Körper verdurstet oder gar verhungert, dann kann dieses überschüssige Phosphat vom Körper nicht abgebaut werden und lagert sich im Körper an. Diese Möglichkeit wurde in dem Blog nicht berücksichtigt, so wie viele andere auch nicht. Ich bin beileibe kein Experte auf diesem Gebiet, aber daraus zu schließen, dass Phosphor in den Knochen bedeutet, dass 100% ein Fremdverschulden im Spiel war, ohne wirklich alle Informationen zu haben, ist einfach verfrüht. Sind sie verhungert, an Dehydrierung gestorben, an einer Lebensmittelvergiftung, an einer Infektion, einer Verletzung, an etwas anderem? Sind sie zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Höhenlagen gestorben, was ihre unterschiedlichen Verwesungszustände erklären würde? Was passiert bei diesen Prozessen im Körper? Was passiert mit den Knochen, der Magensäure, dem Blut und so weiter? Darauf geht er in seinem Blog-Eintrag leider nicht ein. Und wir wissen nichts darüber, was danach mit den Überresten geschah, bis sie am Flussufer auftauchten, inklusive dem gebrochenen Beckenknochen. Ich bin der Meinung, ohne ein absoluter Experte für viele Themen zu sein, wie zum Beispiel menschliche Zersetzung, den Fundort, die menschliche Anatomie, die Chemie und so weiter, ist es unmöglich, etwas
Definitives zu sagen und noch weniger möglich, irgendetwas als hundertprozentig zu bezeichnen. Und selbst jemand, der in all diesen Bereichen ein Experte ist, würde wahrscheinlich nur langsam zu dem Schluss kommen, dass ein Verbrechen sicher ist, denn es gibt immer etwas, das man übersehen haben könnte. Ich denke, das waren im Großen und Ganzen alle wichtigen Beweisstücke und Spuren. Zu dem Verschwinden der beiden Mädels gibt es eigentlich nur zwei Theorien. Entweder war es Fremdverschulden oder Eigenverschulden. Den ganzen paranormalen Quatsch lasse ich hier raus, denn ihr wisst ja, das ist hier der falsche Kanal dafür. In der Regel mache ich das ja so, dass ich am Ende sage, was ich denke, nachdem ich zusammen mit euch die Fakten durchgegangen bin. Diesmal drehe ich den Spieß aber um und sage direkt, was ich denke. Ich gehe davon aus, dass sie sich im Dschungel verlaufen haben und dadurch zu Tode gekommen sind. Aber bevor ihr jetzt wilde Beleidigungen in die Tastatur kloppt und meinen Kanal dann deabonniert, hört mir erstmal zu, denn ich begründe natürlich meine Vermutung. Danach könnt ihr mich immer noch deabonnieren. Natürlich kann man nicht alle vorhandenen Spuren, die wir so haben, 100% einer Theorie zuordnen, weil uns dafür einfach zu viele Puzzlestücke fehlen. Aber egal wie sehr ich versucht habe, die vorhandenen Spuren mit einem Fremdverschulden in Einklang zu bringen, ich habe es nicht geschafft, außer ich habe mir wirklich absurde Versionen dazu irgendwie im Kopf zusammengesponnen. Ich werde jetzt alle Spuren, die wir in diesem Fall haben, durchgehen und versuchen, sie irgendwie in Einklang mit einem Fremdverschulden zu bringen, um am Ende daraus einen möglichen Tathergang abzuleiten. Dabei möchte ich nochmals erwähnen, dass ich absolut kein Experte bin und wie praktisch alle anderen in diesem Fall mich auf das verlassen muss, was ich dazu im Internet finden konnte. Die offiziellen Fallakten sind nämlich bis heute nicht offiziell veröffentlicht worden. Wenn wir wirklich von einem Fremdverschulden ausgehen, dann müssten wir uns irgendwie ein Szenario vorstellen, in dem die Mädchen, nachdem sie oben am Gipfel angekommen sind, nicht umkehren, sondern tiefer in den Dschungel hineingehen. Entweder aus freien Stücken, weil sie die Umgebung noch weiter erkunden wollen, oder aber sie sind zu diesem Zeitpunkt bereits auf den oder die Täter gestoßen. Ich gehe in diesem Szenario davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt, denn für einen Einzeltäter wäre das eine fast schon unlösbare Herausforderung gewesen. Die Täter könnten die Mädels gezwungen haben, tiefer in den Dschungel hineinzugehen, da sie sich dort gut auskennen und wissen, dass sie dort ungestört sind. Und ehrlich gesagt hört hier schon die logische Schlussfolgerung für mich auf. Die erste Frage, die sich mir hier stellt, ist: Wenn sie irgendwo in der Gewalt von jemandem waren, warum wurden ihnen nicht sämtliche Habseligkeiten erstmal abgenommen? Um 16.39 Uhr wurde das erste Mal versucht, von Chris Kremers iPhone einen Notruf abzusetzen. Warum sollten die Täter sie einfach ihre Telefone benutzen lassen, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Täter zu 100% wussten, dass sie in der Gegend keinen Empfang haben werden, wäre das immer noch ein unglaubliches Risiko aus der Sicht der Täter, da es trotzdem sein könnte, dass sie irgendwo irgendwie für ein paar Sekunden Empfang hätten. Die Täter hätten sie insgesamt 11 Tage in ihrer Gewalt haben müssen und quasi nichts dagegen unternommen, dass sie immer wieder versuchen, den Notruf zu wählen. Vor allem hätten die Täter sie immer in etwa derselben Gegend gefangen halten müssen, da sie ja sicherstellen mussten, dass sie mit ihren Handys weiterhin keinen Empfang bekommen, während eine große Suchaktion in genau dieser Gegend läuft. Nochmal, wer würde so ein Risiko eingehen? Warum sollten die Täter ihnen am Ende doch ihre Habseligkeiten wegnehmen und sie mitsamt dem Rucksack in einen Fluss werfen, damit diese dann einige Zeit später gefunden werden? Eine der geläufigsten Falschinformationen zu diesem Fall ist, dass der Rucksack in einem sehr guten Zustand war und die Geräte alle funktionierten. Das ist falsch. Der Rucksack war relativ ramponiert und im Inneren befanden sich Blätter, Sand und alte Schneckenhäuser und er war verschmutzt, was darauf hindeutet, dass er eine Weile draußen gelegen hatte. Die Geräte waren kaputt, man konnte aber mit Hilfe technischer Hilfsmittel die Speicherkarte der Kamera auslesen, sowie die Telefondaten der Handys. Die Täter haben also mit dem Wissen, dass die beiden immer wieder versucht haben, den Notruf zu wählen, die Handys und die Kamera, auf der sie übrigens vorher mit immensem Aufwand das Foto 509 gelöscht haben, sowie Bargeld und andere Dinge in den Rucksack gepackt und diesen dann einfach in den Fluss geworfen.
würde es nicht mehr Sinn machen, die Geräte entweder einfach zu zerstören oder zumindest die Speicherkarte aus der Kamera entfernen, bevor man sie entsorgt? Als Täter muss man immer von einer Art Kosten-Nutzen-Faktor ausgehen. Was habe ich als Täter für Kosten und welchen Nutzen ziehe ich daraus? Lösche ich unter immensem Aufwand ein Foto, um zu verhindern, dass eventuelle Beweise über die Tat nach außen dringen, nur um dann den Rucksack mitsamt Kamera in den Fluss zu werfen, damit dieser wieder gefunden wird und den Verdacht auf ein Verbrechen lenkt? Oder zerstöre ich die Kamera und die Handys einfach und stelle damit sicher, dass nie wieder irgendjemand diese Kamera und das Handy zu Gesicht bekommt? Wie bringt man die Nachtfotos mit einem Fremdverschulden in Einklang? Die gängigste Theorie ist, die ich dazu gelesen habe, dass die Täter diese Fotos gestellt haben, um den Verdacht von sich zu lenken und ein Verlaufen der Mädels vorzutäuschen. Aber hier stellt sich erneut die Frage, warum sollten die Täter so einen Aufwand betreiben und sogar einen Spiegel und ein SOS-Zeichen aus Papier in die Fotos einbauen, nur um dann die Kamera in den Fluss zu werfen, mit dem Risiko, dass ihre gestellten Fotos von niemandem gesehen werden. Außer natürlich, die Täter hatten irgendwie Kenntnisse verschiedener technischer, forensischer Methoden und wussten, dass Fachleute diese Fotos irgendwie wiederherstellen können. Das gleiche gilt übrigens für die Handydaten. Befürworter der Fremdverschuldentheorie gehen davon aus, dass die Täter auch die Handyanrufe gefälscht haben, um den Eindruck zu erwecken, dass die Mädels sich verlaufen haben. Hier stellen sich aber dieselben Fragen wie auch bei der Kamera. Wozu der ganze Aufwand, nur um die Handys dann in den Fluss zu werfen? Der größte Streitpunkt sind natürlich die Knochenfunde und auch die unterschiedlichen Verwesungszustände. Allgemein wird ja argumentiert, dass die Knochenbleiche von Chris Knochen nicht auf natürliche Weise zustande gekommen sein kann, sondern es wurde mit Chemikalien nachgeholfen, um entweder den Verwesungsprozess zu beschleunigen oder aber genetische Spuren zu zerstören. Gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Die Täter betreiben immensen Aufwand, um eine perfekte falsche Fährte zu legen. Sie müssen nichts mehr machen. Es ist das perfekte Verbrechen. Sie wissen genau, dass die Experten die Daten auf der Kamera und den Handys auswerten und kommen zu dem Schluss, dass die Mädels sich verlaufen haben und verzweifelt nach Hilfe gerufen haben. Doch dann machen sie eine komplette 180-Grad-Wende und beschließen, Chris irgendwie mit Bleiche oder ähnlichem zu behandeln. Spinnen wir diese Theorie mal ein bisschen weiter. Die Täter müssen also eine große Menge Bleichmittel in den unwegsamen Dschungel schaffen, um den Körper als Ganzes oder in Teilen in Bleiche zu legen, um genau was zu erreichen. Da die Knochen von Chris keinerlei Kratzspuren oder sonstige Spuren von mechanischer Einwirkung zeigten, müssen wir davon ausgehen, dass der Körper als Ganzes in Bleiche gelegt wurde. Und auch hier wieder unglaublicher Aufwand, mit welchem Ziel. Ich hoffe wirklich, dass nie jemand meinen Google-Suchverlauf durchliest, denn das wäre echt makaber. Ich habe nämlich recherchiert, ob man einen menschlichen Körper in Bleiche auflösen kann und ich denke, es verwundert euch nicht, dass das nicht möglich ist. Die Täter hatten natürlich warten können, bis der Leichnam komplett skelettiert ist und die Knochen dann in die Bleiche legen, um irgendwelche biologischen Spuren zu vernichten. Aber auch hier wieder ein völlig unnötiges Risiko für die Täter, die den Leichnam erst verwesen lassen mussten, um ihn dann mit Bleiche zu behandeln. Der Geruch hätte Tiere oder Menschen anlocken können und der ganze Plan wäre hinfällig gewesen. Egal wie sehr ich es drehe und wende, ich kann mir keine plausible Story ausdenken, wie und warum die Täter es gemacht haben sollen, nachdem sie zuvor so einen Aufwand betrieben haben. Und warum nur die Knochen von Chris und nicht die von Lisanne? Die Autoren des Buches Lost in the Jungle hatten während ihrer Recherchen Zugang zu den offiziellen Autopsieberichten und dort liest sich alles ganz anders. Die Autopsien wurden von erfahrenen forensischen, anthropologischen und medizinischen Pathologen durchgeführt, und zwar nach internationalen Standardverfahren. Keiner der Knochen wies irgendwelche Spuren von Gewalt auf. Lisannes Beinknochen wiesen Anzeichen einer Knochenhautentzündung und Spuren von Wurzeln auf. Chris Becken wies Spuren von Wurzeln und Bissspuren von Nagetieren und anderen kleinen Fleischfressern auf. Lisannes Fuß wies drei gebrochene Mittelfußknochen auf.
Eine weitere wichtige Beobachtung ist die Untersuchung von Chris Rippe, bei der eine gewisse weiße Blässe und keine vollständige Bleiche festgestellt wurde, die, wie einer der forensischen Anthropologen erklärt, durch Sonnenlicht oder durch das Vorhandensein von Phosphaten im Boden erklärt werden kann. In dem Bericht ist zu lesen, dass letztlich keine Fremdstoffe auf den Knochen gefunden wurden. Daraus können wir schließen, dass die Blässe tatsächlich durch Sonnenlicht verursacht wurde. Frank van de Goot gab an, dass die Blässe der Knochen nicht so gravierend war, wie generell behauptet wird und völlig in den entsprechenden Parametern lag. Die Periostitis oder auch die Knochenentzündung, die ich hier etwas früher angesprochen habe, wurde auf dem langen Beinknochen sowie auf dem Fuß gefunden. Periostitis ist eine Erkrankung, die zu einer Entzündung des Gewebebandes führt, das die Knochen umgibt. Sie wird durch wiederholte schwere Belastung verursacht. Die Tatsache, dass sie in beiden Knochen gefunden wurde, bedeutet, dass es sich um einen sehr schweren Fall gehandelt haben muss, der wahrscheinlich sowohl starke Schmerzen als auch eine eingeschränkte Beweglichkeit verursacht hat. Die Symptome einer akuten Knochenhautentzündung können folgende sein: starke Schmerzen, Schwierigkeiten, die betroffene Gliedmaße zu belasten oder zu bewegen, Schwellung des den Knochen umgebenden Gewebes und bis hin zur Eiterbildung, Fieber und Schüttelfrost. Alle Symptome, die eine Person dem Dschungel komplett ausliefern können. Dies deutet darauf hin, dass die Mädchen wahrscheinlich über lange Zeiträume unter sehr schwierigen Bedingungen gelaufen sind. Wie lange, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Menschen mit empfindlichen Beinknochen oder mit früheren Verletzungen können innerhalb von 1 oder 2 Tagen eine Knochenhautentzündung bekommen. Lisanne war eine begeisterte Volleyballspielerin, was bedeutete, dass ihre Beine regelmäßig stark belastet wurden. Das heißt also, sie würde nicht so schnell an einer Knochenhautentzündung erkranken. Außerdem hatte sie noch 3 gebrochene Mittelfußknochen. Wie sie sich diese Verletzung zugezogen hat, lässt sich nicht feststellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ein Stein fiel auf sie oder sie sprang oder fiel aus großer Höhe. Die Tatsache, dass sie auch eine schwere Knochenhautentzündung hatte, bedeutet, dass sie sich ungünstig bewegt hat, wodurch sie stolperte oder fiel und sich den Fuß brach. Oder sie hat sich zuerst den Fuß gebrochen, was zu einem ungünstigen Gang führte, der die Knochenhautentzündung erst auslöste. In jedem Fall muss ihre Beweglichkeit nach etwa 2 oder 3 Tagen stark eingeschränkt gewesen sein. Das generelle Problem mit den Knochen ist aber, dass uns hier einfach zu viele Informationen fehlen, um eine wirklich exakte Aussage zu treffen. Die unterschiedlichen Verwesungsstadien, die bleichen Knochen und das Fehlen von Spuren an den Knochen könnten so unglaublich viele Ursachen haben, dass Experten diesbezüglich einfach keine 100%ige Aussage treffen können. Die Arbeit von Imperfect Plan in allen Ehren, aber nur weil man feststellt, dass der Knochen nicht durch die örtlichen Gegebenheiten gebleicht worden sein könnte, impliziert nicht, dass es zu 100% ein Fremdverschulden war. Es gibt auch die Theorie, dass der Leichnam mit Brandkalk bestreut oder in eine Grube mit Brandkalk geworfen wurde, um die Verwesung zu beschleunigen. Um das zu bewerkstelligen, bräuchte man aber wiederum eine riesige Menge Brandkalk und diese Menge müsste man wiederum irgendwie unbemerkt in den Dschungel transportieren, ohne aufzufallen. Aber auch hier nochmal. Warum haben die Täter eine 180-Grad-Wende gemacht und ihren perfekten Plan über Bord geworfen, um die Leiche mit Kalk oder Chemikalien zu behandeln? Schließlich sind die gebleichten Knochen das stärkste Argument für ein Fremdverschulden, also haben die Täter damit im Prinzip genau das Gegenteil erreicht. Ebenso wird die Auffindesituation ihrer Knochen als stärkster Indikator für ein Fremdverschulden gewertet. Der Kriminologe Octavio Caldero behauptet, dass 2 Knochen von 2 verschiedenen Bereichen des Körpers von 2 unterschiedlichen Personen niemals an derselben Stelle landen können und dass das der Beweis ist, dass sie jemand dort platziert hat. Diese Behauptung ist meiner Meinung nach einfach nicht zu Ende gedacht. Wie genau beweist es, dass sie jemand dort platziert hat? Woran macht er das fest? Ohne zu wissen, wo genau sie gestorben sind, wie sie gestorben sind, wann sie gestorben sind, wie die Witterung war, ob wilde Tiere in der Nähe waren und unzählige andere Faktoren, kann man hier niemals von einem Beweis sprechen. Das wäre lediglich eine Annahme.
Einige Personen wurden oder werden von den Befürwortern der Fremdverschuldentheorie verdächtigt, in den Mordfall verwickelt zu sein. Da wäre der Guide Feliciano, der Taxifahrer, der einige Zeit später verstarb, sowie ein junger Mann namens Osman Venezuela, der ebenfalls einige Zeit später verstarb. Das Problem an der Sache ist, dass es keinerlei handfeste Beweise gibt, die diese drei Personen irgendwie mit dem Verschwinden der beiden Mädels in Verbindung bringen. Der Verdacht gegen Osman Venezuela basiert einzig und allein auf einem extrem verschwommenen Foto, auf dem man ihn und einen weiteren Freund sowie angeblich Chris und Lisanne sehen kann. Man weiß weder, wann das Foto aufgenommen wurde, noch von wem das Foto aufgenommen wurde, geschweige denn, wer überhaupt auf diesem Foto zu sehen ist. Und doch ist dieses Foto quasi die Basis für alle Theorien, in denen die Mädels ermordet wurden. Später haben die Eltern der beiden Mädels sogar bestätigt, dass es sich nicht um ihre Töchter auf dem Foto handelt. Und selbst wenn, warum sollte Osman, wenn er etwas mit dem Verschwinden der beiden Mädels zu tun haben sollte, ein Foto auf seinem Handy aufbewahren, das quasi ein eindeutiger Beweis ist, dass er etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnte? Wer würde so ein Risiko eingehen? Der Verdacht gegen den Guide Feliciano ging sogar so weit, dass man ihn im Internet gedroht hatte zu doxen, also seinen Wohnort öffentlich zu machen. Generell müssen die Täter kriminelle Genies gewesen sein, die sich mit forensischen Methoden der Datenwiederherstellung auskannten und die wussten, wie man die Verwesung der Leiche beschleunigen kann, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Personen irgendwelche Kenntnisse davon hatten. Es gab auch ein riesiges Problem mit den Zeugenaussagen und viele Aussagen wurden irgendwann verworfen oder einfach nicht mehr berücksichtigt, aber das hatte einen ziemlich logischen Grund, nämlich Geld. Als die Behörden um Zeugenaussagen gebeten haben, hat sich so gut wie keiner gemeldet, weil einfach niemand etwas gesehen hat. Als dann aber eine Belohnung von 30.000 US-Dollar angeboten wurde, explodierten plötzlich die Meldungen und die Polizei hatte große Mühe, die Meldungen zu filtern und herauszufinden, was wahr ist und wer nur das Geld haben wollte. 30.000 US-Dollar in Panama wären bei uns etwa 500.000 Euro, also eine riesige Menge Geld. Die Einheimischen haben einfach Aussagen getätigt in der Hoffnung, dass ihre Aussage, auch wenn sie erfunden worden war, ihnen diese Belohnung irgendwie zutage kommen lässt. Daher kommen die vielen sich widersprechenden Zeugenaussagen. Die lokale Polizei hatte Probleme, ihnen Herr zu werden, auch weil sie für einen Fall solcher Tragweite personell und materiell gar nicht dafür ausgestattet waren. Das Problem an diesem Fall ist, dass es einen extrem großen und völlig diffusen Pool an Informationen gibt, bei denen man nicht mehr feststellen kann, wo sie herkommen und wie seriös sie sind. Ich habe in diesem Fall irgendwie das Gefühl, dass die Leute den Blick für das große Ganze verloren haben und sich in immer winzigeren Details verirrt haben, wie zum Beispiel bei diesem Foto. Es gibt Leute, die hier wirklich unter diesen Haaren ein Gesicht sehen oder Blut oder sonstiges und sich wundern, warum ihre Haare nach Tagen in einem Dschungel immer noch so sauber aussehen. Aber als Gegenfrage kann man stellen, warum sollten sie denn schmutzig sein? Wenn die Mädels mehrere Tage in der Nähe von Wasser waren, warum sollten sie nicht ihrer ganz normalen Körperhygiene nachgehen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben? Diese Skepsis kann man aber auch auf ein Szenario anwenden, in dem die Mädels irgendwie in der Gewalt von Kriminellen waren. Wenn sie irgendwo eingesperrt wären, dann würden ihre Haare ebenfalls schmutzig aussehen. Und warum sollte der Täter ein Foto von den Haaren von Chris machen, auf dem sie so sauber aussehen, nur um den Verdacht darauf zu lenken, dass sie irgendwo gefangen waren? Macht keinen Sinn. Es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Sachen, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe, aber genau da sind wir bei den winzigen Details. Je länger man sucht, desto mehr angebliche Ungereimtheiten findet man, auf die man wiederum eingehen könnte, und diese Spirale dreht sich stetig weiter. Das Interesse an diesem Fall hat in den letzten Jahren nachgelassen und der stetige Zustrom an neuen Informationen ist langsam versiegt, sodass ich hier für mich ein klares Bild herauskristallisieren konnte. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, ich denke, dass sie sich verlaufen haben und daraufhin den Elementen erlagen. Die Mädels hatten geplant, den Pianista-Trail hinaufzugehen, dafür hatten sie sich im Vorfeld im Internet über diesen Pfad informiert.
Ich denke, durch Ihre sehr begrenzten Spanischkenntnisse ist Ihnen schon zu Beginn ein fataler Fehler unterlaufen. Sie dachten, dass der Trail um den Mirador, also den Gipfel, herumführt und Sie nicht umdrehen müssen, sondern einfach weiterlaufen und so irgendwann in einer Art Schleife um den Gipfel laufen und wieder auf der Seite herauskommen, von der Sie gekommen sind. Heute steht am Gipfel nämlich ein Schild, auf dem sehr deutlich geschrieben steht, dass man umkehren sollte und auf keinen Fall weiterlaufen soll. Damals stand dieses Schild noch nicht da. Die Mädels sind nun mit minimalsten Vorräten immer tiefer in den Dschungel gewandert, wobei ihnen wahrscheinlich erstmal gar nicht bewusst war, dass sie sich überhaupt verlaufen haben. Die Anrufe, die sie in den folgenden Tagen mit ihren Handys getätigt haben, zeugen davon, dass sie in einer sehr schwierigen Lage waren und Lisanne durch ihre Verletzung und Entzündung der Knochenhaut nicht mehr in der Lage war zu gehen. Die nächtlichen Fotos wurden zu einem Zeitpunkt geschossen, als Suchmannschaften in der Gegend unterwegs waren und sollten der Signalgebung dienen. Auch das mit den Papierschnipseln erstellte SOS-Zeichen sowie die reflektierende Oberfläche sollten der Signalgebung dienen. Ich denke, ab dem 5. April war Chris entweder nicht mehr am Leben oder hat sich als eine Art letzten Versuch alleine aufgemacht, um Hilfe zu holen, da Lisanne sich nicht mehr bewegen konnte. Das würde erklären, warum auf ihrem Handy die PIN nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr eingegeben wurde. Lisanne kannte ihn einfach nicht. Die auffällige Situation des Rucksacks lässt sich auch logisch erklären. Der Rucksack wurde irgendwann vom Fluss fortgespült und hat alle elektronischen Geräte, die sich in ihm befanden, zerstört. Irgendwann hat einer der Einheimischen den Rucksack gefunden und ihn mit in sein Dorf genommen und dort wahrscheinlich gezeigt. Das würde die vielen unterschiedlichen DNA-Spuren und Fingerabdrücke erklären. Als dann herausgekommen ist, dass der Rucksack zwei aus Europa verschwundenen Touristen gehört, haben sie den Rucksack entweder aus Angst oder weil sie die Belohnung von $30.000 haben wollten, an die Stelle gelegt, wo er dann letztendlich gefunden wurde. Ich wiederhole das hier nochmal. Keine der beiden Theorien lässt sich zu 100% bestätigen. Aber alle Hinweise oder Behauptungen, die auf ein Fremdverschulden deuten, haben sich im Nachhinein als falsch, spekulativ oder unüberprüfbar herausgestellt. Das Foto 509, das so viele für den Beweis halten, dass es Mord war, lässt sich simpel erklären. Ein Reddit-User hat es geschafft, den Fehler, der ein Foto unwiderruflich löscht, zu erklären und sogar mehrmals zu reproduzieren. Er ist zu dem folgenden Szenario gekommen. Der Fehler taucht immer dann auf, wenn jemand die Kamera einschaltet, versucht ein Foto zu machen, dann ausrutscht oder stürzt, die Kamera fallen lässt und dadurch einen Kontaktfehler an einem SD-Karten-Pin verursacht. Dann die Kamera aufhebt, auf den Bildschirm schaut und versucht ein kurzes Foto zu machen, um zu prüfen, ob die Kamera noch funktioniert. Dieses Szenario reproduziert exakt den Fehler Foto 509. Die Kamera zeigt weiterhin eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm an und es können keine neuen Bilder aufgenommen werden, bis der Wackelkontakt in der SD-Karte behoben ist. Selbst wenn die Kamera ein- und ausgeschaltet wird, bleibt die Fehlermeldung bestehen und die Kamera könnte leicht als defekt wahrgenommen werden. Außer man macht die Kamera auf und zieht die SD-Karte raus und steckt sie erneut rein. Wer sich dafür im Detail interessiert, dem verlinke ich den Reddit-Beitrag unten in der Infobox. Das passt ebenfalls sehr gut in die Theorie, dass eine oder beide Mädels gestürzt sind oder die Kamera haben fallen lassen. Ich kann jedem, der sich für diesen Fall interessiert, empfehlen, sich das Buch Lost in the Jungle von Jürgen Snören durchzulesen. Meines Wissens nach ist es das einzige Buch, das sich auf die offiziellen Ermittlungsakten beruft. Alle Informationen, die wir zu diesem Fall haben, stammen entweder von irgendwelchen Boulevardzeitungen oder von irgendwelchen Leaks, die dann von Bloggern zusammengetragen wurden. Die Autoren haben mit der Staatsanwältin zusammengearbeitet, die damals für diesen Fall zuständig war. Bethsaida Pitti, der ja bis heute von Vertretern der Fremdverschuldentheorie vorgeworfen wird, dass sie viele Beweise und Details vertuscht hat. Die Autoren des Buchs haben einen Deal mit ihr abgeschlossen. Sie gewährt ihnen 100% Einsicht in die Ermittlungsakten und dafür bekommt sie eine Passage in dem Buch, in der sie ihre Version der Geschichte erzählen kann. Sie hatte keinerlei Handhabe an dem, was in dem Buch geschrieben wurde, und die Autoren haben mit vielen verschiedenen Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammengearbeitet, unter anderem auch
mit der berühmten Buddy Farm aus Texas. In dem Buch kommen die Autoren auch zu dem Schluss, dass die beiden sich leider völlig unvorbereitet in dem Dschungel verlaufen haben. Frank van der Goot, der leitende niederländische Forensiker dieses Falls, hat sich dazu wie folgt geäußert. Zitat: Unter Berücksichtigung der geografischen und sozialen Gegebenheiten und der technischen Fakten, die sich aus der forensischen Untersuchung ergeben haben, ist ein Verbrechen in Form eines Raubes, einer Vergewaltigung, eines Gewaltverbrechens oder einer Entführung sehr unwahrscheinlich. Zitat Ende. Und was noch wichtiger ist, die Eltern der beiden Mädels teilen auch die Theorie, dass sie sich verlaufen haben und glauben nicht, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Ein wenig erinnert mich dieser Fall an den Fall Mike Mansold, über den ich hier auf diesem Kanal auch schon ein Video gemacht habe. Da gibt es ziemlich viele Parallelen. Bei beiden Fällen handelt es sich um meist junge Menschen, die aus Mitteleuropa kommen und dann Urlaub machen in einem weniger entwickelten Land, sei es Malta oder halt Panama. In beiden Fällen kommen diese Menschen auf ungeklärte Art und Weise ums Leben und die ermittelnden einheimischen Behörden werden für ihre Arbeit stark kritisiert. Und bei Mike Mansold hat man zuerst auch geschrien, dass er Opfer der Organmafia war, bis man dann genauer hingeschaut hat und festgestellt hat, dass das Quatsch ist. Natürlich haben wir solch genaue Informationen in dem Fall Chris Kremers und Lisanne Frohn nicht und es ist, wie gesagt, schwierig, eine Theorie zu 100% zu verifizieren, da uns ja einfach viel zu viele Informationen fehlen. Aber meiner Meinung nach und die Meinung vieler anderer Experten ist, dass die beiden höchstwahrscheinlich, nicht hundertprozentig, sondern höchstwahrscheinlich an einem Unfall gestorben sind. Darauf deuten nun mal alle bisher vorhandenen Spuren hin. Das könnte sich natürlich ändern, wenn man plötzlich den Schädel von einem der beiden Mädels findet zum Beispiel und feststellt, der hat ein Einschussloch. Dann muss alles über Bord geworfen werden und der ganze Fall muss nochmal komplett neu betrachtet werden. Aber mit dem, was wir haben, müssen wir davon ausgehen, dass es ein Fremdverschulden war. Ja, meine Lieben, und das war's jetzt mit diesem Video und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich dieses Projekt abgeschlossen habe. Es war wirklich unfassbar anstrengend. Es gibt ich sage das mittlerweile bei jedem Video, es gibt zu diesem Video einfach eine unglaubliche Menge an Informationen, aber glaubt es mir, zu diesem Video gibt es wirklich. Und ich bin mir zu 100% sicher, ich habe wahrscheinlich nur gerade mal 10% von dem durchgelesen, was zu diesem Fall im Internet alles rumschwirrt. Aber wie ich auch schon erwähnt habe, wenn man wirklich versucht, sich alles durchzulesen, es nimmt kein Ende, weil es tauchen immer mehr kleinere Details auf und man verliert sich in immer mehr kleineren Details und es ist wie gesagt so eine Abwärtsspirale und man kommt da gar nicht mehr raus. Deswegen, ich habe versucht, um mir da irgendwie einen Überblick zu verschaffen, habe ich versucht, mich wirklich nur auf offizielle Berichte zu verlassen und Berichte, die eindeutig einer Quelle zuzuordnen sind. Wie zum Beispiel bei diesem Foto von Osman Venezuela. Es gibt zu diesem Foto keine eindeutige Quelle. Es gibt den Blog von der Scarlett, wo dieses Foto gezeigt wird und auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, aber trotzdem weiß man nicht, wo kommt dieses Foto her, wer hat es geschossen, von wann ist es. Es sind alles immer nur Hörensagen. Mehr existiert zu diesem Foto auch nicht und dieses Foto taucht auch in keinem der offiziellen Ermittlungsergebnisse auf. Das ist meiner Meinung nach das Schwierige in diesem Fall. Ich freue mich tatsächlich auf eine sehr angeregte Diskussion in den Kommentaren mit euch, aber bedenkt, bitte bleibt sachlich, denn dieser Fall erhitzt tatsächlich schon extrem die Gemüter. Also wenn ich mir so manche Reddit-Diskussionen dazu durchgelesen habe, da geht's schon heiß her. Deswegen könnt alle eure Meinung schreiben, nur bleibt respektvoll, bleibt fair, bleibt sachlich und dann haben wir auch alle eine gute Zeit hier auf dem Kanal. Wie gesagt, ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo auf dem Kanal und wir hören uns im nächsten Video, meine Lieben. Bis dahin, tschüss.